Und das vierte Weltreich, eben das Römische Weltreich, ist nicht, oder beziehungsweise war, ist nicht und wird wieder auferstehen. Das heißt, dass das Römische Reich ist zerschlagen worden. Es war einmal, aber ist nicht. Das heißt, ist untergegangen, ist gestorben, wie du so willst, und ist wieder auferstanden zum Leben, demnächst das wiedererstandene Römische Reich. Die drei Phasen des Römischen Reiches. Und danach kommt der Herr Jesus wieder. Ne? Und dann in Kapitel 7 sieht man ja eben, dass der Herr Jesus auf den Wolken zurückkehrt nach dem Römischen Reich. Aber wie gesagt, dieses Römische Reich hat drei Phasen. Ne? War, ist nicht und wird wieder auferstehen aus dem Abgrund. Und der Abgrund, also Europa, das Römische Reich, ist ja erstanden nach den zwei Weltkriegen. Also der Abgrund war eben die Weltkriege. Vor allen Dingen der Zweite Weltkrieg. Danach ist ja eben die EU entstanden, etc. pp. Ja. Israel entstanden. Also der Countdown, das finale Countdown des wiedererstandenen Römischen Reiches, das ja in Offenbarung Kapitel 13 ihr Höhepunkt findet, mit dem Mahlzeichen des Tieres, Bruder nee, mit Reza. den zwei Tieren, Antichrist und und der Diktator, das Tier aus dem Meer, aus dem Völkermeer, also aus den Heidennationen, aus Europa. Das wird ein Diktator sein, der hier in Europa herrscht. Gewaltsam. So bösartig, wie es noch nie ein Diktator gegeben hat. Ja, Bruder. Kannst du aber auch was über alle Weltreligionen sagen, weil er will ja alle Weltreligionen zusammenführen, ne? Ja, Ja. genau. Es wird eine einheitliche Religion geben. Vor allen Dingen wird ja der höchste Gott des Römers, Jupiter, das ist der höchste Gott, der wird wieder auf den Plan treten und verehrt werden. Ne? Das ist auch vorausgesagt worden in Daniel 11. Das ist der Gott der Festungen. Das ist eben Jupiter. Daniel 11, 38, das kann man sich auch merken. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber und Edelsteinen und kleinen Rodien. Also hier geht es auch vor allen Dingen um den Antichristen, der auch eben den Gott auch verehren wird, göttlich, Jupiter. Und da steht, und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen und er wird ihnen Gewalt geben über viele zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Lord Albert Pike kommt erst der dritte Weltkrieg Israel. Ja, natürlich, der dritte Tempel wird gebaut werden und dann wird auch der Antichrist sich hineinsetzen und sich als Gott ausgeben. Und natürlich kennt der Großmeister der Freimaurerei Albert Pike eben auch die Bibel, der kennt die Prophezeiungen und weiß ungefähr, was abgeht demnächst, was auf die Menschen zukommen wird. Natürlich, Matthäus 24 spricht ja der Herr Jesus Christus davon. Also die Parallelstelle war Lukas 21, glaube ich, wo der Herr Jesus dann über die Endzeit spricht, mit dem Dritten Weltkrieg. Eine Nation wird gegen eine andere Nation aufstehen. Und wenn das Rückkommen des Herrn Jesus sich verzögern würde, dann wird kein Mensch überleben. So schlimm wird die Lage sein hier auf der Erde. Aber um der Auserwählten willen, in Israel wird der Herr Jesus diese Zeit verkürzen und rechtzeitig zurückkommen, sodass noch etliche Menschen überleben auf der Erde. Ja, Ja. das wird ja echt brutal und heftig werden.
Das musst du dir mal vorstellen. Wenn er die Zeit nicht verkürzt hätte, dann hätte kein Fleisch auf dieser Welt überlebt. Ja, genau. Dann wird kein Mensch überleben. Was ist die Endzeitrede des Herrn Jesus Christus in Matthäus 24? Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Ne, das betrifft aber dann schon Israel. Wir, die Gemeinde, ist schon entrückt worden und Israel tritt dann auf den Plan. Und die Christen hier in Europa, die sich dann nach der Entrückung bekehren werden, die kommen natürlich in diese Diktatur hinein. Das Tier Offenbarung 13, die Diktatur, die neue Weltordnung, und die werden dann halt, weil sie das Mahlzeichen nicht annehmen wollen, werden sie dann halt enthauptet werden. Das heißt, sie gehen wieder als Märtyrer durch. Und sie werden sterben um des Zeugnisses des Jesu. Heftig. Das heißt, wir können uns dann ja glücklich schätzen, dass wir eben, dass Gott uns halt für die Entrückung angesetzt hat, wenn wir jetzt die Entrückung erleben werden. Wenn das noch so lange dauert, was ich nicht glaube, wir sehen anhand der Zeichen der Zeit, dass alle Dinge, die eben nach der Entrückung passieren müssen, alle so vorbotenmäßig um uns herum geschart sind. Israel, das Mahlzeichen, die Formierung der Diktatur in Europa, das Chaos. Danny, mach mich ja bitte in der Zeit groß, bitte. Ja. Und eben die Wirtschaftskollaps, Teuerungen, ja, das sind alles die kleinen Vorboten für die große Apokalypse, die kommen wird. Und deswegen heißt das, dass wir sehr bald entrückt sein müssen, weil also viel länger dürfen wir nicht mehr in diese Endzeit hineinkommen, in die Apokalypse, weil ne, der Herr Jesus hat uns ja versprochen. Offenbarung 3, Kapitel 3, Vers 10, dass er uns bewahren wird vor der Stunde der Versuchung, also die Stunde des Antichristen. Wiederum kann der Antichrist nicht auftreten, 2. Thessalonicher 2, Abvers 5, weil eben wir, die Gemeinde, der Heilige Geist in uns, in der Gemeinde, das Kommen, das Auftreten des Antichristen auffällt. Also müssen wir und der Heilige Geist beiseite getan werden, damit er auftreten kann. Ja. Es Reza, ist ich noch glaube, viel. die Entrückung kommt nach dem Dritten Weltkrieg, vor der Trübsal. Nein. Nein, 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 nein. Absolute Irrlehre. Vor Entrückung. Wir werden vor den Zorn Gottes entrückt. Genau. Ja, also das Wir erleben wir erwarten. nicht mehr. Genau, wir erwarten nicht den Antichristen, sondern den Christus. Wer auf den Antichristen wartet, mit dem stimmt irgendwas nicht. Deswegen endet ja die Bibel hier auch mit welchen Sätzen? Die Braut und der Geist sagen, komm, Herr Jesus, und nicht komm, Antichrist. Richtig. Richtig. Ja. Also wenn du die Lehre hier auf TikTok siehst, Reza, Ja. Verlierbarkeit des Heils, dass wir Christen in die Drangsal kommen. Pass auf. Dann gibt es Christen, die sagen, nein, 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 die Entrückung ist schon gekommen, pass auf, jetzt kommt's. Das Mahlzeichen gab es schon. Ja, die sind ja komplett daneben. Die sind ja, die müssen eigentlich Therapie. Ja. Mit wem? Die müssen eigentlich von der Krankenkasse wird das auch übernommen, glaube ich. Sowas. Normalerweise. Naja, die müssen schon in Therapie, diese Leute. Einer schreibt, meine Kinder sind bald 12 Jahre, 3 Jahre und 1 Jahr. Kann ich sicher sein, dass sie in den Himmelreich kommen? Bei den 3 Jahre und den, warte, 12 an. Ach so, diese 12 Jahre, drei. Also bei den Kindern, wo die 1 Jahr und 3 Jahre sind. Ja, da ist ja was anderes, wenn die jetzt beispielsweise Gott bewahre, sterben sollten. Na, ist ja was anderes bei 12. Ich würde auch noch sagen, es könnte auch sein.
So, ich weiß nicht, so, es kommt drauf an, so, wenn er jetzt verstanden hat, wer der Jesus Christus ist und ihn annimmt, ist halt super. Wenn er ja noch nichts verstanden hat, ist ja noch eine andere Geschichte. Da ist ihn aber auch noch gegeben. Also den Kindern ist ja den Himmelreich ja gegeben. Aber irgendwann kommt ja so ein Punkt, dann trifft man eine Entscheidung, ne? Aber irgendwann kommt dieser Punkt. Aber die Kinder sollte man aber auch christlich erziehen, von den Herrn Jesus Christus erzählen natürlich. Ja, Bibel gerne vorlesen, Stück für Stück auch mit erklären, wenn die Fragen haben, mit. Also wir sollen unsere Kinder definitiv christlich erziehen. Ja, das ist schon sehr wichtig, über den Herrn erzählen. Das mache ich, ja, sehr schön. Aber einen freien Willen. Wenn die Kinder beispielsweise sagen, nein, ich will den nicht annehmen, ja, klar, weiter erzählen, aber nicht zwingen. Sehr wichtig. Es muss aus freien Stücken entstehen. Anhand der falschen Entrückungslehre merkt man eben eine Gesinnung. Ne? Dann ha handelt es sich dabei um Leute, die eben aufgrund ihrer eigenen Superchristentum so eigene Superkräfte eben sich beweisen wollen durch ihre Werke, dass sie halt so toll sind und so mutig sind, durch deine große Drangsal hindurchzugehen und es dem Herrn zu beweisen, dass sie so cool sind. Und Ja, die nennen das. uns Feiglinge, Bruder Riegel, ne? Die nennen uns Feiglinge. Genau, Die sagen, ihr wollt euch flüchten vor der Drangsal. Ich denke mir so, seid ihr noch normal im Kopf? Ja, nein, sind Bruder wir ja nicht. Redner, da sagt der eine, dieser eine, der zu dir gesagt hat, ich will jetzt auch keine Werbung für ihn machen. Ja. Redner sagt, Buße tun ist dämonisch, ne? Du weißt ja, wen ich Ja, meine. ja, ja. Da sagt er zu diesem ein Jura, ja, dann werden wir eben Hand in die Drangsalzeit gehen und das gemeinsam überstehen. Ja, klar, natürlich. Und danach Hand in den Feuersee, nach der Drangsal, nachdem sie sich bewährt haben. Ja, in Johannes 11 sagt eben der Herr Jesus, wer an mich glaubt, und der wird also in Ewigkeit leben, auch wenn er stirbt. Ich lese vor, Johannes 11, 25, Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das sind die Leute, die eben geglaubt haben, gestorben sind, ja, innerhalb ihres Lebens, aber sie werden das ewige Leben haben. Und jetzt kommt die zweite Kategorie. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Das heißt, es gibt auch eine Kategorie von Christen, die den Tod niemals sehen werden. Ewigkeit nicht sterben. Das heißt, vom Leben zum Leben direkt rübergehen. Und das sind die, die entrückt werden. Aber Die das ist den krass, Tod ne? nicht Das mehr sterben. Sterben, nicht erleben, ne? Das ist schon ein Geschenk. Das ist schon ein echtes Geschenk. Ja, in Offenbarung Kapitel 2, Smyrna, da sagt der Herr Jesus: Seid getrost, bis in den Tod für mich zu sterben. Ja, die Anfangschristenheit damals, die erste Christenheit, die sind ja als Märtyrer gestorben. Ja, das heißt, die römischen Herrscher haben die Christen verfolgt und haben sie dann zum Beispiel den Löwen vorgeworfen in diesen großen Manegen in Rom. Ja. Lebendig. Ja, die sind Oder als Märtyrer Lisa, gestorben. weißt du noch, dieser eine Typ, der bei Genau. Mensch Gott, der gesagt hat, der Herr Jesus ist mir erschienen und das war so ein Hässlicher, dem wollte ich am liebsten da eine reinhauen, weißt du noch? Weißt du noch? Reinhauen Wo die hat er es nicht gesagt, aber so verachtend hat er gesagt, das war Nee, voll der Hässliche. warte mal. Irgendeiner hat das gesagt. Irgendeiner hat das gesagt. Da wollte er hingehen. Und der ist, das war nicht dieser eine, ne? Das war nicht der, ne? Doch, das war dieser Elmas, der jetzt abgefallen ist in die katholische Kirche. Ja, Okay. genau. Da hat er gesagt, Jesus Christus ist ihm erschienen, und dann hat der Elmas sich gesagt, also ich gedacht, boah, ist der hässlich, der Typ, der Jesus.
Ja, genau. Und jetzt musst du dir vorstellen, die bei Werde Licht, diese Leute, diese Haufen, die haben ihn gefeiert, die haben ihn gepusht, anstatt ihm mal sagen, Moment mal, was redest du da? Was hast du da erzählt für ein Zeugnis? Sag mal, was erzählst du da für ein Quatsch? Wie, du hast den Herrn Jesus gesehen und ein Hässlicher, was redest du da? Was ist denn scheißegal gewesen? Guck mal, Natürlich der ist sagt jetzt bei scheißegal. Aussehen so, okay, ne? Aber der wollte ihn eine reinhauen. Wie, der Das wollte muss ihm ich eine jetzt reinhauen? mal geben. Wer wollte wem eine reinhauen? Hat er das nicht im Zeugnis gesagt? War das nicht? Oder Ich kann hat er mich nur nicht nochmal? Ich erinnern. hab dich nicht gehört, sag nochmal. Helmas hat nur gesagt, dass der Herr Jesus voll der hässliche Typ wäre. Okay, ja, Ja, das war okay. mein erster Gedanke, ja, hat er gesagt. Ja, und dann ist er auch dann abgefallen, ne? Weil er so einen hässlichen Typen gesehen hat, ne? Der ihn nicht bewahren konnte vor dem Abfall in die katholische Kirche. Erst Ja, aber ist da er sind doch reingekommen, viele von, freigefallen. ja, da sind viele von Werdelicht abgefallen. Viele, viele. Aber Die Werdelicht so. kann ich schon nicht mehr ernst nehmen. Guck Viele, das doch warte an, ihr ganz seht doch kurz, viele. Charismatiker bei Werdelicht. Warte ganz kurz, Bruder Reza, jetzt sind auch die Charismatiker auch bei Werdelicht, ne? Das musst du dir geben. Jetzt ist auch noch, Jetzt ist jetzt sind genau, noch. jetzt sind wir gut aufgehoben bei denen. Wir haben ja, und die haben sich alle natürlich lieb. Jesus, Jesus. Ne? Und AfD dann. Leute sind bei Werde Licht, die AfD lieben, die Ausländer raushaben wollen, Christen, die einen Hass haben auf Ausländer, so, ne, Haupts Super, so das da, sind das hat sich wahrhaftige auch da Christen. versammelt. Das sind wahrhaftige Christen. Super. Luther Gassmann, der noch die Ansage gemacht hat, da habe ich ein Video geschickt bekommen, wo er sagt, vergiss das nicht, wir sind viele. Heftig. Das hat er Wie zu die dem, Dämonen. ne? Wie die Dämonen in dem besitzenden Gadarener, die gesagt haben, wir sind eine Legion, wir sind viele. Boah, ja, ne? Ja, Boah, heftig. ja. Du musst dir mal vorstellen, der Luther Gassmann, der hat gesagt, ich fahre jetzt schnell mit dem Fahrrad oder so irgendwie zu Demo und dann wird erstmal bei AfD demonstriert. AfD, AfD. Und dann dachte ich mir, boah, also das ist Wahnsinn. Also heftig, dass der so das pusht, ne? Und damit verführt er Hunderte von Christen, Tausende von Christen, die seine Videos anschauen. Nein, sag mal, werde Licht sind keine Geschwister. Ja. Also ganz ehrlich, na, wenn es noch wirklich Geschwister gibt in Werdelicht, dann werden die auch das sowieso verlassen, Guck dir doch mal weil hier die Christen auf das ist TikTok an, Katastrophe. Die die hier schlecht über denken, uns das sind andere reden. Menschen, Warte ne? mal, Die denken, die Pablo. sind höher. Ja. Guck mal, wenn wir eine Sekte wären, Leute, kommt doch in die WhatsApp-Gruppe und schaut doch, ob wir eine Sekte sind. Kommt doch rein, Leute. Kommt rein und schaut euch das an, ob wir angeblich eine Sekte sind. Wie einige dämonisch besessene Christen meinen, ich hätte ja meine Seele verkauft. Reza hätte seine Seele verkauft. Reza ist ein Guru-Sektenführer. Ja, dann kommt rein und dann werdet ihr sehen, ja, da ist alles sauber. Ja, Diener des Herrn, ja. Der Trump, wenn er wieder zurückkehrt, das ist ja eben ein Antichrist, der sich anstelle des Christus setzt, um von der Laodicea verehrt zu werden. Der kam einmal, ist dann gestorben und jetzt kommt er wieder zurück, sein zweites Kommen. Ne? Der macht da Ich den glaube, der Herrn kommt Jesus nicht mehr, gleich. Bruder Reza, der Donald Ja, Trump. ich sage ja, wenn der Der kommen ist vor sollte, Gericht. ja, wenn er nochmal kommen sollte, wird die Laodicea dann das zweite Kommen ihres Messias natürlich feiern, ne? Ohne Ende. Du weißt gar nicht, wie die Facebook-Christen, wie die den Trump verehren. Ja, Da das darfst habe du ich nichts damals sagen. gemerkt. Das sind ja alles Da darfst du AfD-Wähler. nichts über ihren Gott, über ihren Messias sagen, der Erlöser, der die Christen retten wird. Da darfst du nichts über Trump sagen. Und der Trump Bruder wird Danny, natürlich ich will die nicht mehr, dass du Laodicea über Justin Bieber redest, ne? Weil der ist ein Christ. Ne? retten. Nein, die Sache sieht schlimmer aus, als man es sich vorstellen kann. Die Lage der Christenheit ist extrem schlimm. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass das so schlimm ist. Aber der Herr Jesus hat es uns gesagt. Die letzten Christen vor der Entrückung, am Ende der Endzeit, werden die Lauwarmen sein, die der Herr Jesus ausspuckt aus seinem Mund. Offenbarung 3. Und wir sind Aber Bruder genau in Reza, dieser Situation. Ja.
Da ist einer hochgekommen, ne? Ich jetzt, Olivia. ich meine, letzte Mal, die Dominik, hast du noch Person war was einer von sagen? diesen Warte, ich höre Berg. dich, ich höre dich. Warte, nochmal, Bruder. Also, der von. Warum höre ich mich doppelt? Warte mal. Pariser ist, glaube ich, Ja, das ist also, irgendwie was. diese komische Sekte da, Baptistengemeinde, so fritziges Wort, diese Sekte, ne? Ja. Da ist einer von denen gekommen. Und wollte mit mir eine Debatte machen aus der Nichts, ne? Und Ja. sagt so, hör mal zu. Ich so, ja, was ist denn? Dann sagt er so, lauwarme Christen sind Christen. Und da musste ich eine Diskussion mit dem führen, bis zum geht's nicht mehr. Ich habe ihm das gezeigt, ein nach den anderen. Der schreit mich an. Weißt du, was er am Ende gemacht hat? Ja. Verflucht sollst du sein. Der schreit auf einmal mich an und schreit Ach so, so. verflucht, verflucht. Der hat Danny um mich verflucht. Ja, klar. Das ist der Satan, ne? Oh, der war ganz heftig. Ja. Der war ein ganz, so bist du Baptisten, ein zuverlässiges Wort. Da so, ja und? Dann kam dieser Hast du Man gesprochen? of Dings rein. Ja, Den habe ich erstmal Man of weggemacht Sport. da. Man of Sport, ja. Erstmal, ich habe den gar nicht hoch, ich hatte den direkt gestummt. Ich wollte, das reicht schon, wenn ich ihn schon sehe, ey. Kein Bock. Raffen ja gar nichts. Die sind auch total durcheinander, weil die eben diese Bünde und Dispensation nicht einhalten. Deswegen gehen die ja zu den Psalmen und beten solche Rachepsalmen in der jetzigen Zeit der Gnade, wo der Herr Jesus uns beigebracht hat, für unsere Feinde zu beten. Wir können auch nicht unterscheiden, wenn man in der Offenbarung zum Beispiel, wenn man im Totenreich ist, ne? Und die Menschen dann sagen, Herr, wer rächst uns ja endlich? Und die können ja nicht verstehen, dass sie ja schon in diesem Reich da sind, das ist ja was anderes. Das können die auch nicht unterscheiden. Das nehmen die auch als Bibelvers. Und zu zeigen, guck mal, Ja, das ist genau. auch jetzt so, die wollen das da drehen, die Wörter. Genau, das, die raffen nicht, dass das schon wieder Menschen sind, die zum Glauben kommen, aber nach der Entrückung. Sie gehören nicht zu der Braut Christi. Das sind Menschen, die trotzdem gläubig sind, nach der Entrückung zum Herrn Jesus finden, aber nicht zu der Braut Christi gehören. Und die beten schon wieder für Genau. Rache. Hallo? Bruder Reza, warte ganz kurz. Bruder Reza, du kennst doch diesen Evangelist da, ne? Evangelist. Dieser eine, dieser, der mir so ein Bild geschickt hat, dieser, wo ich meinte, guck mal, der macht da Videos gegen mich, die mit diesem dämonisch besessenen Blick da. Ja, Ah, der mit dem Trinity. mit. Ja, der nennt Ne? sich bei TikTok Tempelritter und dann habe ich ihn angeschrieben. Wie nennst du dich Tempelritter. so? Und dann hat er gesagt, hätte ich zu der Zeit gelebt, wäre ich gerne einer gewesen. Also er wäre gerne so ein Tempelritter gewesen. Und dann habe ich gesagt, wie sieht's denn aus mit Kreuzritter? Er hätte gesagt, ja, ich wäre auch gerne also er wäre auch ein Kreuzritter gewesen, ne? Muss ich dir mal geben. Ja, mit Schwert dann Leute ermorden oder was? Ja, genau, hat er, ja. Ja, Und das ist auch sein genau. Recht dann. Ja, super Und Christ. sowas ist dann in den, ja. Ja. Jetzt ist er Ja. abgefallen, jetzt ist er orthodox geworden. Ja, genau richtig. So, das ist genau richtig. Das sind genau die Sachen, die passieren müssen. Der wird auch wahrscheinlich mit seiner Rüstung und mit seinem Pferd direkt in den Feuersee laufen, ne? Mit seiner Lanze. Da kann er im So Feuersee dann krank, halt, sag ich mir. so mit dem Schwert rumschlagen. In den Feuern. Tut mir leid. Ja, vergib mir. Moment. Ja, der Herr. Da wird der Wie-Ritter der Kokosnuss im Feuersee rausspringen mit seinem Schwert und Samurai machen. Ja, Gottes Segen, Olli. Gottes Segen, Dominik. Gottes Segen, mein Lieben. Gott, Achso, Dominik, Maul, war jetzt das, kommt ne? ja schon Auch hier mal gewesen. Gottes Segen, Bruder. Achso, du bist ja Gottes schon hier Segen gewesen. auf Ja, dem Olli, Heimatland. was geht denn? Ja, ich wollte nur Hallo. kurz sagen, also, bin ich dran oder wer ist dran? Wie Du bist bitte? dran, glaube ich. Ja, ich wollte nur gerade sagen, ich war auch gerade in einem anderen Stream und musst aufpassen, echt, wenn du hochholst, weil eben war auch wieder einer da, der dann live kam, also hochkam und dann Nackentherapie-Videos gezeigt, also wie gestern bei Army im Stream. Habt ihr das mitbekommen? Ich Was habe hat er nichts gezeigt? gehört. Ja, gestern bei Enthauptungsvideo. Army ist ja oft einer hochgekommen, der dann so Nackentherapie-Videos abgespielt hat, die sehr grausam waren. Ja, das war bei mir auch, hat er auch bei mir gemacht. Oh, krass.
Ja, also echt, seit gestern hat es eine neue Dimension angenommen an Ekelhaftigkeit. Ja, der Satan Ja. droht natürlich den Kindern Gottes an, die an vorderster Front arbeiten, um sie einzuschüchtern, ne? Mit Gewalt und sowas, ne? Droht er. Das normale. Ja. Ja, aber da musst du mal sehen, Lisa, das ist ja, guck mal, der muss von einer riesigen Legion besessen sein, dass er gar nicht, dass er so geführt wird von Dämonen, dass er das so macht. Das macht kein normaler Ja, Mensch. muss jetzt nicht sein. Der Apostel Paulus war ja auch für die Ermordung von Christen, ne? Ob sie jetzt gesteinigt oder enthauptet Aber dann wurden. muss man aber auch beeinflusst sein. Es muss eine Beeinflussung sein von dem Bösen, ne? Anders kann ich Ja, mir das nicht vorstellen. schon, ja. Aber auch diese Leute haben die Möglichkeit, so denke ich mal. Ich weiß nicht, ob der schon sein Herz verhärtet, das weiß ich. Aber normalerweise haben die die Möglichkeit zur Errettung, ne? Ja, ich hoffe, ne? Ja. Muss für einen auch beten, ne? Und Ja, ihm die natürlich. Liebe des Herrn Jesus vorhalten. Ja, also der eine hat genau das Gegenteil gemacht. Der hat ihn dann aufs Übelste beleidigt. Ne? Also ich glaube, der ist, naja, orthodox oder Katholik und so, aber dann kommt dann auch wieder der Geist durch. Ne? Er hat ihn aufs Übelste beleidigt und ist sehr fleischlich geworden. Ne? Natürlich, einerseits kann man das verstehen, weil so, das ist natürlich eine Kurzschlussreaktion. Dennoch muss man natürlich ja, im Heiligen Geist wandeln und sich dann auch ja, ihn segnen. Aber das Ja. fällt natürlich schwer. Ne? Das ist Wahnsinn Ja, einfach. klar, der Satan reizt das Fleisch zur Sünde und der Herr Jesus erlaubt das auch, diese Prüfungen. Und wenn du dann fleischlich wirst, dann kommt Züchtigung auf dich. Ja, nee, okay, eine Sache will ich nur sagen, und zwar, ich weiß, du rätst davon ab, sowas sich anzugucken, aber der neue Exorzismusfilm, das zeigt sehr gut der Satan, wer dann am Ende in den Himmel kommt und in die Hölle. Also beziehungsweise in die Hölle. Nämlich die römisch-katholische Kirche. Also sehr, sehr gut dargestellt nochmal. Und ja. Wie heißt der Film? Der neue Exorzismus. Da hat ein bekannter Schauspieler, der spielt die Hauptrolle. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja. Ich weiß, wen du meinst. Und da geht es dann auch um Film ist Marienanbetung und rausgekommen. so. Also, und ganz am Ende nämlich ist dann auch so eine Schlüsselszene und da sagt dann halt auch der Hauptdarsteller sozusagen, dass ja, wohin die halt gehen. Ja. Ja, Das ist ein man toller Film merkt zum schon mal die Entschlüsseln. biblischen Bezüge, Warte ne? ganz Wenn man kurz. die Bibel kennt. Olli, ich habe den Film auch im Kino gesehen, habe den Film entlarvt, also ich habe den Film entlarvt und dann hat der eine zu denen gesagt, Bruder Reza, die katholische Kirche hat seit der Gründung ihre Finger im Spiel. Also seit der Gründung hat sie ihre Finger im Spiel. Also seit der Ja, Gründung natürlich. ist der regiert der Teufel die katholische Kirche, Ja, haben die so im Film gesagt. Einfach so. genau. Ist so. Und dann sagen die am Ende noch des Films, lasst uns in die Hölle gehen. Das musst du dir mal geben. Lass uns in die Hölle Und gehen. die Menschen natürlich, die da den Film angucken, die wollen natürlich nur Popcorn essen und einfach nur einen spannenden Film gucken. Die raffen das aber nicht, dass sie so viele Wahrheiten aus der Bibel der Satan ihnen vor die Augen stellt. Verstehen es ja nicht, weil die den Heiligen Geist nicht haben und die Bibel nicht kennen. Ja, mit Ja. Russell Crowe, genau, jetzt habe ich ihn gefunden, mit Russell Crowe. Und da hat der Satan auch den Film so gemacht, dass natürlich ein paar Sachen, der Hauptaktor sagt ein paar richtige Sachen, aber auch ganz, ganz viel Sauerteig reingemischt. Ja, klar, der mischt dann immer so ein bisschen Lüge mit Wahrheit, ne? Ja. Ja, was ich meinte mit Filmen angucken, zum Beispiel, da gibt es nur so eine Liste von super schlimmen Filmen, die wir uns nicht angucken sollten. Zum Beispiel Serbien-Film. Also solche Filme halt, ne, die wirklich sehr, sehr schlimm sind. Okay. Aber klar, Ja. solche Exorzist, zum Beispiel der Original aus den 70er Jahren mit dem Mädchen da, das ist ja wirklich heftig. Und da wird der Herr Jesus ja auch auf einer so dermaßen böse Art und Weise beleidigt da vom besessenen Mädchen da, dass es sehr, sehr übel ist, für einen wiedergeborenen Christen sowas zu ertragen. Aber gibt es denn wirklich dieses, dass man, also heutzutage ja nicht mehr, damals haben das die Apostel gemacht, aber dieses Dämonen austreiben, ist es nicht genauso wie Sprachen? Hat es Genau, aufgehört?
Genau, das hat aufgehört. Das waren und die Leute, die das heutzutage machen und da so dann. Von Dämonen, das ist alles Zauberei, Spiritismus und so weiter. Ja, ja, ja. Alles falsche 50er, die nicht wiedergeboren sind. Ja. Und die missbrauchen das. Das wurde den Aposteln gegeben, damit sie halt dadurch den Glauben lostreten können. Ja. Und dass das eben mit dem Tod des letzten Apostel auch zu Ende kommt. Wunder und Zeichen. Natürlich kann Gott immer noch jetzt Wunder und Zeichen tun, aber er, nicht wir. Mhm. Richtig, ja. Ja. Weil wir sind keine Apostel, wir haben nicht die Autorität. Und wie gesagt, 1. Korinther 13 sagt der Apostel Paulus ja auch, dass diese Dinge alle aufhören werden. Mhm. Es hat nur eine Zeit lang. Ja. Okay, ich bin dann erstmal raus, meine Lieben. Ich wünsche euch Gottes Segen und einen entspannten Abend noch. Alles klar, danke dir auch. Gottes Segen. Danke dir auch, Gottes Zeichen, Segen, gute Nacht. Ja, wenn jetzt noch jemand, ein Moslem hochkommen will oder irgendein anderer, kann er noch einmal ganz kurz hochkommen. Hol mal Nafri hoch. Hol mal Nafri, der meint ja meinen Namen, wie es war, wen hol den mal hoch. Ja, aber er muss auch. Wem soll ich hochholen? Moslem. Der ist ein Moslem. Wie heißt der? Nafri, der mit diesem Totenkopf. Nafri 55. Ja, da muss er halt eine Anfrage schicken. Gottes Segen euch allen noch. Ich habe eine Frage für Reza. Ja. Und zwar, wieso wurde das Alte Testament den Juden gegeben? Weil ich habe das mal gehört. Gott hat ja ein Volk erwählt von allen Völkern dieser Erde. Nach der Verheißung, was Gott dem Abraham gegeben hat, nämlich aus seinem Samen eben soll nicht nur also Isaak gesegnet sein. Wir wissen ja, dass aus der Blutlinie Isaak eben Israel gekommen ist, Jakob, sondern auch alle Heidenvölker. Und das Gesetz wurde dann halt also diesem Volk gegeben, das auserwählte Volk wurde auch ein auserwähltes Gesetz dem auserwählten Volk gegeben, damit sie halt die Gerechtigkeit Gottes kennen, lernen sollen und eben sich als Sünder auch erkennen sollen. Und damit eben dieses Volk heilig lebt, als Licht unter den Nationen, um sie herum. Und damit eben aus diesem heiligen Volk, das die Gebote und Gesetze Gottes achtet, der Messias kommen sollte irgendwann mal. Der Erlöser nicht nur für Israel, sondern für die gesamte Welt. Deswegen hat Gott diesem Volk eben das Gesetz gegeben, damit sie heilig wandeln. Okay. Ja. Noch eine Frage? Nein, nein, also ich bedanke mich dann für die Antwort, weil das wusste ich wirklich nicht. Und ja. Genau, die Gesetzlosigkeit ist ja eben Ungerechtigkeit, Sünde. Ja. Ein einfaches Beispiel, ja. Du rote Ampel, grüne Ampel. Du hast grün, ja. Du fährst über die Ampel, über die Kreuzung, aber jemand anders beachtet aber das Gesetz nicht, weil er rot hat und fährt über rot und fährt in dich rein. Und du verlierst deine Beine. Und bist querschnittsgelähmt dein Leben lang. Verstehst du? Gesetzlosigkeit ist Ungerechtigkeit. Es wurde dir Ungerechtigkeit angetan, weil der andere sich nicht an das Gesetz gehalten hat und das Gesetz übertreten hat. Verstehst du, warum jetzt Gott das Gesetz diesem auserwählten Volk gegeben hat, wohingegen die Heidenvölker um Israel gesetzlos waren? Die haben Kinder geopfert, ihren Götzen, dem Baal, Moloch, Chemosh. Also verschiedene Namen für Satan. Ich wollte noch etwas dazu sagen, also zu der neuen Weltordnung. Und zwar, viele vermuten, dass der Antichrist der Schwiegersohn von Donald Trump ist. Das sind alles Vermutungen, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass das ist das Einzige, was Gott uns sagt, was für uns wichtig ist, nach 2. Thessalonicher Kapitel 2, dass wir eben das Kommen, das Auftreten des Antichristen aufhalten durch den Heiligen Geist. Und wir beiseite geschafft werden müssen, damit er auftreten kann. Also entweder Antichrist oder die Gemeinde. Die werden sich nicht erleben. Weder sieht der Antichrist die Gemeinde, noch die Gemeinde den Antichristen.
weil sie sich gegenseitig aufheben. Aber dieser Antichrist wird höchstwahrscheinlich ein Jude sein, weil Nicht nur Jude höchstwahrscheinlich. niemanden Nein, in den nein, Tempel nein. weint. Nicht nur höchstwahrscheinlich. Er ist ein Jude. Er muss ein Jude sein in Israel, weil die Ja. Juden einen Nicht-Juden ja nicht anerkennen. Als Ja, die würden Messias. ihn niemals reinlassen in den Tempel. Niemals. Nein. Als Messias kommt nur einer aus den 12 Stämmen Israels. Ja. Einer hat mir mal sogar gesagt, es könnte ein europäischer Jude sein. Das heißt, er kommt eigentlich aus Israel, aber hat nur in Es der muss ein Zerstreuung Jude gelebt, sein. in Ja, Europa. genau. Ja. Es kann ein Europäer sein, es kann aus Amerika ein Jude sein, aus allen Herren Wie Ländern, dieser aber zu ihm. Schlomo, dieser letzte Messias. Ja, genau. Er muss auf jeden Fall ein Jude sein, steht ja auch eben. Er wird nicht auf den Gott seiner Väter, also seiner eben Abraham, Isaac und Jakob, achten. Was heißt das, also, er Ja. wird ein Jude sein? Seiner Er wird auch Väter. ein Jude sein, ja. Muss, Und die er lassen kommt. keinen Juden nicht in den Tempel, niemals. Also ein Nicht-Juden würde die niemals reinlassen in den Tempel. Ja, genau. Er muss seine Abstammung halt beweisen. Und dann nehmen die Juden ihn an, ne? Und der wird auch höchstwahrscheinlich, also meiner Meinung nach 100% aus dem Stamm Dan kommen, weil eben der Stamm Dan aus Offenbarung Kapitel, in Offenbarung Kapitel 7 bei der Zählung der 12 Stämme fehlt. Moin, moin. Leute, ich habe nur 10 Minuten, da muss ich wieder raus, sonst muss Sekunde, ich ich mich will das nur holen. zu Ende, diese Okay, alles Prophezeiung. Und gut. 1. Mose 49, Vers 17, da steht ja eben, dann wird eine Schlange, Dan wird eine Schlange am Weg sein, eine Otter auf dem Pfad, die den Ross beißt, sodass der Reiter rückwärts stürzt. Ja. Das heißt also, Dan wird hier mit dem Satan der Schlange gleichgesetzt, dieser Stamm von Israel. Und aus diesem Stamm wird eben die Schlange der Satan seinen Samen setzen, den Antichristen hervorbringen. Okay. Ja. Na, hallo? Ist Kann Paulus ich noch kurz drinne? was sagen? Weiß nicht. Bruder Dennis. Ja. Du musst mal ein bisschen moderieren hier, ne? Ja, Mal, ich pack mal jetzt ein paar raus. kurz mal eine Frage. Guck mal, ihr sagt doch, Schwalbi, dass Jesus ja Gott ist oder Gottes Tun ist, ne? Ja. Und guck mal, wir sind ja Muslime und wir haben sogar ein Vers in den Koran, ne? Ja. Wo Jesus mit Allah spricht und Jesus sich lossagt von den beispielsweise die heutigen Christen. Na, guck mal, mach mal die Sure 5, Vers 116 auf. Ja, Willst wir können du das ein das mal bisschen verschneller vorlesen? hier. Hä? Wer ist das Wort laut Islam? Warte doch, Habibi, mach doch erstmal Nein, die lass das Sure. doch verschnellern. Wer ist das Wort laut Machst du Islam? schneller, warte doch, ich habe doch gerade was gesagt. Mach die Sure 5, Vers 116 auf und lies mal bitte laut. Ja, ich habe den Koran jetzt nicht bei mir. Okay, Was soll ich dir steht das da? vorlesen? Ja, Mach lies. kurz auf. Warte mal kurz. Hier habe ich. Guck mal hier, warte, ich lese das mal kurz vor. Hier. Und Allah sagte: O Jesus, Sohn der Maria, hast du den Menschen gesagt, nimm mich und meine Mutter als zwei Götter neben Allah an? Antwortet er: Du bist, also ich preise dich und du bist vollkommen. Du bist erhaben. Es geziemt es sich mir nicht, etwas zu sagen, was nicht wahr ist. Hätte ich es gesagt, würdest du es sicherlich wissen. Du weißt auch, was in meiner Seele ist, aber ich weiß nicht, was sich in deiner Person befindet. Wahrlich, du bist derjenige, der die Dinge im Verborgenen, Unsichtbaren, Unbekannten am besten kennt. Ne? Wer ist, das Wort kann ich leider. Nee, das ist auf eine andere Ja, aber Sprache. das bringt trotzdem nichts. Also das widerlegt ja uns trotzdem nicht, weil Koran Natürlich, ist weil nur Jesus Koran. sagt ja, ich habe das niemals gepredigt, Das dass sagt Leute mich anbeten. doch, guck mal, dein Koran ist viel später gekommen. Die Bibel war vorher Oh da. Mensch, guck mal, So. jetzt, Bruder, ist es dran. Da ist eine, wie sagt man das, Gibt's doch gar nicht Debatte, nicht. oder? Da Afri, spricht Jesus Afri. mit Allah. Und Allah fragt: Hast Afri. du die Menschen befohlen, dich anzubeten? Und er sagt: Nein, habe ich nicht. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen, Nafri, Nafri, hör doch zu. Hör ja. doch zu. Wer ist das Wort laut Islam? Das Wort? Ja.
Was meinst du mit das Wort? Ist das Wort nicht Allah? Ist das Wort nicht einfach nur Allah? Also Also er gibt doch. der Koran wurde nicht erschaffen, dass also das ist Allah das gesprochen. Genau. Na, ich meine ja, dass Allah ist ja das. Allah Also. hat da gesprochen, also das sind Allahs Worte. Der Koran wurde nicht erschaffen, sondern das Ja. Allah hat da gesprochen. Ja, und Verstehst dann du? Lisa Sure 4, Vers 171. So, welche Sure? Sure 4, Vers 171. Sure 4, Vers 171, ich kann's mal. Meinst du warte mal kurz, ich öffne das kurz. Warte. Ganz kurz. Sure 4, Vers. Da steht, dass Jesus Gott ist. O Volk der Schrift, übertreibt nicht in eure Religion, sagt über Allah nichts anderes als die Wahrheit. Der Messias Jesus ist der Sohn der Maria und nur Allahs Gesandter und sein Wort. Und sein Wort, er ist das Wort. Jesus ist das Wort. Allah Ja, aber ist ja was das haben wir damit Wort, gemeint? aber Jesus ist das Wort. Aber guck Er mal, ist Brudi, Gott. das macht gar keinen Sinn, was du sagst. Guck mal nochmal zu, da steht, O Volk der Schrift, das sind ja die Christen damit gemeint. O Volk der Schrift, das sind die Christen, übertreibt nicht in eure Religion. Das heißt, ihr sollt nicht in eure Religion übertreiben. Sagt über Allah nichts anderes als die Wahrheit. Das heißt, da sagt Allah, dass sie über ihn lügt. Der Messias Jesus ist der Sohn der Maria, ne? Ja, dann Also das wollte ist ja der was Sohn der Maria. Und aufstehen. jetzt hör zu. Und nur Allahs Gesandter. Das Ja, und widerspricht lies doch, doch was du weiter. dort gerade Lies, sagst. nein, 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 lies doch weiter. Bruder, allein das reicht schon in dem Vers. Na, Allein willst du das hier, extra was stoppen Gott oder über euch sagt, willst du die reicht Menschen schon in dem Vers. extra? Also sag, guck mal nochmal. O Es Volk der gibt's doch Schriften, gar nicht. übertreibt nicht in eure Religion, ne? Sagt über Allah nichts anderes als die Wahrheit. Das heißt, Allah sagt, dass ihr lügt. Ja, und jetzt will Allah was verstehen, was Jesus ist. Der sagt, er ist Ja, der jetzt sagt Prophet, er, hör ein zu. Der Messias Messias. Jesus ist der Sohn der Maria. Und Ja. nur Allahs Gesandter. Hör mal nochmal Und zu. weiter? Und Hä? weiter? Okay, Jetzt hast du es nicht fertig. Ja, und sein Wort, Punkt. Und sein Wort, und Punkt. Was Ja. ist mir jetzt denn sagen Ja, jetzt? das hast du jetzt extra weggelassen, ne? Nein, 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 ich sag dir nochmal, guck Und mal, sie ist und gerade sein Wort, extra Punkt. weggelassen, ne? Okay, und sein Wort, Punkt. Was willst du mir jetzt Ja. sagen? Wenn man den ganzen, Ja. wenn man das jetzt alles Jesus ist liest. das Wort. Und Allah ist auch ja Guck das mal, hör Wort. mal zu, bitte. Hör mal zu, du kannst diesen Vers gar nicht Also nehmen, Jesus weil ist Gott. das widerlegt dich sogar selbst. Guck mal, hier steht, Also O Volk Jesus der ist Schrift, Gott. übertreibt nicht in eure Religion. Das heißt, ihr übertreibt in eure Religion. Sagt über Allah nichts anderes als die Ja, Wahrheit. und Das heißt, Allah Allah will doch sagt, ihr etwas lügt über herstellen. ihn. Und Allah sagt, Jesus ist das Wort. Ey, aber verstehst du mir nicht, was ich meine? Du nimmst nur einen, dieses Allah ist, Jesus ist der Wort, und die anderen Sachen lässt du da weg, was da drin steht da oben. Wer ist doch der Dass ihr Messias Lügner und der seid, dass ihr Prophet? Ist doch übertreibt. richtig, mein Gott. Oh Mann, ey, guck mal, alles gut. Meine 10 Minuten sind so gleich wie 10 Minuten vorher. Aber ich will dir nur sagen, mit diesem Vers kannst du gar nicht debattieren, weil im Endeffekt dieser Vers spricht sogar gegen euch. Weil guck mal, da sagt ja Allah, dass ihr Lügner seid. O Volk der Schrift, übertreibt nicht in eure Religion. Sagt über Allah nichts anderes als die Wahrheit. Ne? Der Messias Jesus ist der Sohn der Maria und nur Allahs Gesandter. Nur, diese nur. Der ist kein Gott, er ist nur ein Gesandter. Ne? Ein Gesandter Und weiter. und sein Wort. Was ist mit diesem Wort Und sein gemeint? Wort. Ja, und sein Wort. Das heißt, dass Jesus gepredigt hat mit Allahs Gesetzen. Checkst du, was ich meine? Nicht, dass er Nein, ein das Gott nicht ist. sein. Weil das würde ja die obere Sache hier widersprechen. Bevor du überhaupt einen Vers nimmst, liest du das komplett durch, bevor du das überhaupt nimmst. Weil dieses Vers ist sogar gegen euch. Und du nicht mal gemerkt hast. Soll ich mir nochmal vor dir lesen? O Volk der Schrift, übertreibt nicht in eure Religion. Das Sagt über Wort ist Allah doch nichts an eure anderes Religion. als die Wahrheit. Als die Wahrheit. Warum sagt Allah das? Weil jeder über ihn lügt. Ihr erzählt über ihn Sachen, das gar nicht stimmt. Allahs Verstehst Name ist du? 600 Jahre nach Christus. Habibi, er hat Und mir gerade einen zwar, Vers genannt. Diesen Vers habe ich euch gerade Allah war hervorgelesen. einer Was wollt der ihr mir gerade hier erzählen? 365 Götter von Wie Quraysh. Deswegen bitte? heißt er auch der Vater, der Hm? ungläubige Vater von Mohammed, Abdullah. Abd von Allah. Allah gab es vorher, wurde als Götze angebetet in Mekka. Wie bitte? Sag das nochmal wiederum, bitte. Der Vater von Mohammed, der Ja. ist ja als Ungläubiger gestorben, als Ja. Götzendiener von Mekka. So. Und der Ja, hieß ja. ja Abdullah, der Diener Allahs. Das heißt also, er war Abdullah? ein Götzendiener, ja, Abdullah hieß er. Weiß ich nicht genau. Ich würde lügen, Genau, muss ich wenn ich das erkundigen. nein sage. So, Ja, und dann dann weißt du, weiß dass nicht. das Kann ich Islam immer. falsch Ja, ist. ich würde mal gucken. Aber guck mal.
Das macht gar keinen Sinn, was du gerade sagst. Guck mal, er nennt mir gerade einen Vers. Und dieser Vers hatte mich, damit ich ein Eigentor geschossen. Ne? Weil dieser Vers erklärt, dass die Leute der Schrift, also ihr, Lügner seid, dass ihr irgendwelche Sachen erzählt, was Lügen beinhaltet. Und er kann doch nicht diesen Vers nehmen und gegen mich schießen. Wie soll das funktionieren? Da merkt man, irre. Verstehst du, was ich meine? Der Koran ist nur später gekommen, oder nicht? Ja, der Koran ist später gekommen, um die Ja, anderen schon hast du, Bücher, und guck schon mal, ist es der schon nicht mehr Koran das ist Wort. gekommen, um die anderen Bücher zu bestätigen. So die Tora, die Das hat Evangelium doch keinen Sinn. Der bestätigen. Koran ist Aber später dann gekommen, Allah. bestätigt. Das ist Ja, Herr wie bitte? Bodreza. Der Koran ist nur eine Kampfschrift gegen die Bibel. Okay, Mehr ist das guck mal, nicht. dann lies ich dir mal, ich lies dir Sure. Warte, Sure. Warte mal kurz. 57. Warte mal, 57. Vers 27. Guck mal, ich lese dir das mal vor. Guck mal, ich lese dir das mal vor. Warte. So. Wenn ich hier reinkomme. Hier, guck mal, ich lese dir das mal vor. Nochmal, guck mal, nochmal. Hierauf ließen wir auf ihren Spuren unseren Gesandten folgen. Und wir ließen Isa, also Jesus, den Sohn Marias folgen und gaben ihm das Evangelium. Und wir setzten in die Herzen derjenigen, die ihm folgten, Mitleid und Barmherzigkeit. Und auch Mönchtum, dass sie erfanden. Ihr erfand, guck mal, die Leute, die Christen damals, die haben Sachen erfanden und das in den Evangelium reingepackt. Ne? Wir haben es ihnen nicht vorgeschrieben. Das heißt, Gott hat denen nicht vorgeschrieben, um was von dem Evangelium zu ändern. Aber doch haben die Mönchtum das verändert in dem Evangelium. Und die Leute es vorgepredigt. Ne? Dies nur im Trachten nach Allahs Kannst Wohlfahren. Sie du einem Gott beachteten es doch vertrauen, nicht mehr zu. Sie der immer wieder beachteten Leute es jedoch schmickt nicht, und immer wie wieder es seine ihnen Fehler zusteht. Und nicht so gaben kontrollieren ihnen kann, diejenigen von immer wieder ihnen, die Fehler macht? glaubten, ihren Lohn. Aber viele von ihnen waren Frevler. Ja, habe Checkst du, ich was ich verstanden. Habe meine? ich Und verstanden. jetzt Super ihr die Frevler. ganze Zeit, ihr versucht über Gott zu predigen, aber ihr lügt über Gott und erzählt den Menschen das. Genau wie die Mönchtum damals mit den Evangelien gemacht haben. Die haben Sachen reingeschrieben und gesagt, das ist von Gott. Und das macht ihr gerade auch. Ihr versucht die Leute Möchtest du dich irre nicht zu auf machen. einen Gott verlassen, der felsenfest ist und den man nicht verrücken Guck, kann? siehst du, was ich meine? Das meine ich wieder. Guck mal, wie ihr lügt. Wenn du Schämt dich ihr auf euch einen nicht? Gott verlässt, der Schämt immer ihr euch wieder nicht? Fehler macht Schämt ihr euch nicht? und seine Schämt ihr Worte euch nicht nicht? bewahrt, Guck mal, schämt ihr euch nicht, dass ihr über Gott solche dann Sachen, kannst solche du Lügen dich erzählt? eher auf einen Ich würde Mehmet in mich der schämen. Dönerbude Ich würde mich verlassen, weil schämen. ein Mehmet in der Guck mal, Dönerbude, wenn ein Wort gibt. jetzt wird ihr so beleidigen, dass ihr Nein, nur nein, 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 beleidigen damit du das könnt. verstehst, damit du das verstehst, Nein, nicht, damit du was ich verstehst, sehe. dass ein Guck mal, Mehmet aus du der kannst so viel, du Dönerbude, kannst wenn er beleidigen, wie du sein willst. Wort gibt, Juckt mich sein nicht. Ich Wort weiß, was die hält. Wahrheit ist. Ich weiß, was die Wahrheit ist. Darf ich. Deswegen, Ein wenn du Mehmet die in Wahrheit der erzählen Dönerbude, möchtest, wenn er sein dann fang an Wort Leute, gibt, dann fang an zu dann hält beleidigen. er sein Ja, Wort. Mohammed ist Aber so, Allah Mohammed das, schafft das nicht, sein Mohammed Wort das. zu halten. Nur Ein das Mehmet könnt ihr, aus nur der das könnt ihr. Dönerbude ist Weil stärker guck mal, als wir Allah, wenn er beleidigen sein nicht bei Wort gibt. Jesus. Nein, das ist Wir keine beleidigen Beleidigung, die es ist ein Muslime. Vergleich. Es ist ein Vergleich. Es ist ein Vergleich, hör mir zu. Wir beleidigen keinen Propheten. Ich Aber was beleidige macht es ihr nicht, denn? weil du Was macht einen ihr Gott denn? Was anbetest. macht ihr denn? Ihr Bitte? beleidigt doch unseren Gott. Ihr Nein, betet wir einen beleidigen Gott an, euren der auf Gott. Toilette Weil wir geht. glauben, guck mal, wenn ihr, deswegen wollte ich nochmal erklären, wenn ihr Na, sagt, Fred, euer sagt ihr nicht Vater. immer unseren Gott beleidigen mit, Nein, dass wir er einen beleidigen Gott euer Gott. Weil wir anbetet, der auf glauben, hör Toilette zu. geht? Hör mal zu. Ich Nein, erkläre dir hör mal du was. zu. Na, hör mal du zu. Sonst Okay, kriegst du ich höre gleich dir raus. zu. Hör mal zu, hör mal zu. Ja, ich höre dir zu. Ihr beleidigt uns ja immer wieder, indem ihr sagt, ihr glaubt an einen Gott, der auf Toilette geht. Das trifft uns sehr. Guck mal, das ist Richtig? das. Was? Wie bitte? Was hast Hast du du noch nie gerade deine Glaubensgeschwister gesagt? zugehört, wenn die sagen, Nein, so, zu aber den sowas sage Christen? ich nicht. Du debattierst ja mit mir und nicht mit jemand anders. Ich würde sowas Ja, niemals ist sagen. egal. Ihr Weil ich glaubt sage an ja, einen guck mal, ich Gott, sage ja, der müde also ist, Entschuldigung, der auf ihr Toilette müsst. geht, der auch von Nein, 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 einer nein, guck mal, ich sage sowas weiblichen nicht. Ich sage sowas nicht. Geschlechtsteil geboren ist Aber ich und so sage sowas weiter. nicht, weil guck mal, wir Muslime, also ich sage, wir Christen und Juden, wir haben den gleichen Gott, aber ihr Christen beigesetzt ihm was. Ihr sagt, dass Jesus Gott ist noch. Ja? Hast du überhaupt schon mal die Bibel Okay. gelesen? Guck mal, ich kann dir mal. Hast Ich du kann dir, mit, nein, nein, bitte antworte. Komm, bitte, eine ehrliche Nein, Antwort. Ich ich hab die Bibel nie komplett durchgelesen oder sonst Wie was. kannst du dann. Nein, sag nicht, komm, hast du die Bibel jemals aufgemacht? Sag mal ehrlich. Ja, klar. Ich habe mal die Bibel mal. Mein bester Freund damals war, Um sein Vater was hast du war gelesen? Pastor. Okay. Um was hast du Und die haben gelesen mich mit mal ihm? Was mitgenommen zur kennst du, Kirche. was Ich bin weißt du sogar damals von zur der Kirche Bibel? mit ihm gegangen, weil ich die Wahrheit Was? gesucht habe.
Guck mal, pass ich auf, erkläre dir mal was. was weißt du über die Bibel? Was weißt du über die Bibel? Was weißt du über die Bibel, dass du sagst, du kennst die Bibel? Was kannst du uns Ich über die habe nicht Bibel gesagt, dass ich erzählen? die Bibel kenne. Hörst du mir gerade zu? Ich habe gesagt, ich habe schon von Ja, du Bibel kannst doch etwas gelesen. kritisieren, was Aber du nicht ich habe kennst. Du Bruder kannst über Selten, der etwas kennt die sprechen, was du Bibel nicht neu. kennst, Der kennt die Bibel Ey, neu ich kann natürlich, weil. alles nach, was Okay, die oh, guck mal, Muslime ich erkläre hier dir mal. sagen. Ich erkläre Der hat dir nie genau, das wird das alles ist, so nachgeplappert. Ja, okay, Prüf dann doch, erklärst du es mal. Ich erkläre euch mal was. alles nach. Guck Und mal, ich der sag, guck leugnet mal. sogar seine eigenen Schriften. Guck mal, Das ich ist das erkläre dir mal Problem. was. Da brauchst du nicht erklären, das ist so. Das ist einfach Ja, so. Du plapperst alles ja, nach, ich plapper, aber selber nicht weil du selber merkst, guck mal, weil du selber Nein, merkst, was du sagst, null macht Ahnung keinen hast Sinn. du. Ich erkläre dir Null mal was, ich Ahnung erkläre dir hast mal du. Du was. bist emotional, bist du. Ich Du bin hast nicht null emotional, sonst Ahnung. hätte ich die Verse nicht genannt. Ich brauche gar nicht emotional zu sein. Ich erkläre, er hat mir gerade was gefragt, ich antworte darauf. Guck mal, meine Familie sind Muslime. Aber ich war damals so, mir war wichtig, dass ich die Wahrheit folge. Nicht, weil mein Eltern Muslime war, hab ich die Religion angenommen. Oder sonst was. Ich bin sogar damals sogar, meine Kollegen haben mich sogar in die Kirche mitgenommen. Verstehst du, was ich meine? Weil ich habe einfach nur die Wahrheit gesucht. Nicht, weil ich wegen Moslem oder Christentum, ich wollte einfach die Wahrheit Aber die suchen. Kirche ist doch nicht die Wahrheit, die Bibel ist die Wahrheit. Du Ja, musst aber was einfach wird denn die in der Bibel Kirche mal denn in die Hand nehmen. gepredigt? Was wird denn in der Kirche denn Was steht? gepredigt? Oh Was wird Mann, in das der ist Kirche denn schwer, das zu gepredigt? erklären, Mann. In der Hallo, Bibel was wird steckt denn in die der Wahrheit. Kirche denn gepredigt, wenn ich mal dich fragen darf? Okay, Da wird wurde doch dir die in der Bibel Bibel, gepredigt. an dem Tag, wo du in der Kirche warst, wurde dir da gepredigt, dass der Jesus Christus Gott ist? Wie bitte? An dem Tag, wo du in der Kirche warst, wurde da Ja. gepredigt, dass der Jesus Christus Gott ist? Ja? Wurde gepredigt. Was haben die gesagt? Haben die gesagt, der Herr Jesus Christus, unser Erlöser, hat unser Gott? Bitte? Haben die das gesagt? In welcher Kirche warst du? Ja, die haben gesagt, dass Jesus Gott ist und so, dass man Ja, aber in diesen welcher Jesus Kirche warst erlöst du? wird. Was für eine Kirche war das? Katholisch, evangelisch, was war das? Ich sag dir ehrlich, ich weiß es nicht. Also das waren, ich weiß es wirklich nicht. Da will ich auch nicht was Falsches sagen. Ich weiß Waren es da so nicht. Statuen Aber drin, Bilder und so, Ikonen? nee, da waren keine Bilder drin. Da waren so halt diese Kreuze und sowas. Du weißt doch, so großen Kreuz als Holz gemacht und so. Da waren keine Bilder drin. Er war ein evangelischer. Also das waren hier, weil da waren auch viele Afrikaner. Ich bin ja dunkelhäutig, ne? Und dann waren auch natürlich auch viele Afrikaner in der Kirche drin. Ja, weil ich einen Kollegen gesagt habe, nehme ich mal mit und ist das, weil mir in meinem Leben ist was Der war passiert. in einer Freikirche. Der war in einer Charismatiker. Charismatiker? Ich glaube, der war in einer Charismatiker. Was Der heißt meint, das war nochmal das so für eine eine? Freikirche? Also sah die Kirche aus wie Hallo? eine Kirche, wie du Ich die habe mal eine kennst, oder Frage. wie die Ja, anders? das war, guck mal, das war so ein Raum, was wir gemietet haben. Ich habe mal eine Ne? Frage. Und dann? Würdest du auch den Stein küssen? Welchen Stein? Den schwarzen Stein da drinnen? Hallo? Hallo? Warte, Nafri, was war das? Ein Raum war das nur? Ja, das war, komm, kennst du diese schulische Räume? Kennst du Ja, das? Das das, haben du die warst in damals eine so charismatische gemietet. Gemeinde, das war kein. Ja, du warst nicht eine richtige Kirche, du warst Nein, eine nicht. charismatische Gemeinde drin. Ja, genau, Gemeinde, Entschuldigung, das war eine Gemeinde, genau. Da haben die Ja, immer. Kirche ist und Gemeinde ist eigentlich dasselbe Wort. Das ist ja Latein Ekklesia. Nur du Ja. warst in eine Charismatiker drin. Was ist da, was machen die denn? Was da denn? Die machen Zungenrede, zappeln gerne und schreien da ein bisschen mehr rum. Ja, das haben die ja, Ja, stimmt. Das haben die die Afrikaner. zappeln da so. Ja, das war gerade, das sind Sekten, sind das. Okay. Ja, wie gesagt, Das ich kenne sind mich damit echte nicht aus, Sekten, ich will die auch sind nicht sehr was Falsches sagen. gefährlich. Ich kenne mich da nicht aus. Aber wie gesagt, ich will nur sagen, guck mal, Brudi, ne, jetzt nicht jetzt jemanden so anzugreifen. Meine Freunde waren auch, sind auch Christen, ne, beispielsweise. Und ich sage nochmal, man kann miteinander leben. Ne? Man muss jetzt nicht irgendwie, sowieso, wenn wir debattieren, ich würde dich nie versuchen zu verändern, oder du kannst mich auch nicht versuchen zu verändern, weil jeder ist in seiner Religion so verankert. Also, Ich versuche dich zu verändern, ich versuche dich zum Herrn zu bringen, weil da ist ja, die aber ich Erlösung. versuche dich auch Nur zum Herrn beim zu Herrn bringen, ist aber du die wirst mich auch Verlösung, nicht glauben. Menschen. Du wirst mir auch Nur nicht beim Herrn. glauben. Aber du kannst, pass auf, pass auf. Wenn die Bibel schon in Galater 1,8 sagt, selbst wenn ein Engel von Himmel kommt und euch ein anderes Evangelium erzählt, als das, was wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Und die Bibel sagt Bitte? das 600 Jahre vorher schon. Ja. Und du lebst in einer Lüge, tut mir leid, du lebst in einer Okay, Lüge. dann für dich ist es so, dann ist es so. Wenn du sagst, Aber mir wir tut es leben in leid um einer deine Lüge, okay. Seele. Mir tut Nein, es leid um guck deine mal, Seele. ich erkläre dir mal, warum das für mich mehr Sinn macht. Guck mal, wo Mohammed gekommen ist.
Hat er über Jesus was Schlechtes geredet? Nein. Hat er über Moses was Schlechtes geredet? Eine Lüge. Nein. Doch, eine Lüge. Doch, eine Lüge. Er hat gelogen, dass er am Kreuz war. Guck mal, er hat über gar keinen Prophet irgendwas Schlechtes gesagt. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge, dass er am Kreuz war. Er war am Kreuz. Jesus, das war eine Lüge. Jesus ist gestorben. Er kommt doch wieder. Siehst du, wir glauben schon, dass 600 Jahre vorher ein Mensch am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Jetzt kommt 600 Jahre später ein anderer und sagt, der Gott hat euch alle getäuscht. Was ist das? Es erscheint dir nur so. Und trotzdem haben wir geglaubt. Trotzdem glauben die Menschen, dass der Herr tot ist. Und jetzt? Nafri, meine Frage, du bist so Rapper, ne? Was? Nein, das ich bin nicht Nafri. Ich benutze nur diesen Account. Ach so. Ja, der ist ein Kollege von mir. Ich benutze nur seinen Account. Ah, der ist ein Gott, der sein Wort nicht bewahren kann, worauf wir uns nicht verlassen können. Ist ganz vergessen. Ist nicht vertrauenswürdig. Ja, ich frage mal, was meinst du? Wenn du meinst, dein Gott kann sein Wort vor Verfälschung nicht bewahren, dann beleidige deinen Gott, aber wir beleidigen unseren Gott nicht. Wir verlassen uns auf einen Gott. Warte, lass mich mal zu Ende führen. Wir verlassen uns auf unseren Gott, der eben sein Wort, die Bibel, bewahrt hat, von Anfang bis Ende. Ja. Du kannst sagen, mein Gott, der Aller, konnte zweimal sein Wort nicht bewahren. Der ist nicht fähig. Aber nicht, du darfst nicht sagen, euer Gott ist dazu, also im Stand, also in der Lage. Verstehst du? Du musst deinen Gott beleidigen, aber nicht unseren Gott. Du musst sagen, mein Gott ist unfähig, sein Wort vor Verfälschung zu bewahren. Aber euer Gott ist stark und euer Gott bewahrt seine Bibel und das ist nicht verfälscht. Ne? So musst du differenzieren. Dann ist das alles in Ordnung. Aber nicht uns alle in einen Topf werfen. Beleidige deinen Gott als unfähigen Gott, das kannst du machen, aber nicht unseren Gott. Wir glauben an den gleichen Gott. Dein Gott ist unfähig, sein Wort vor Verfälschung zu bewahren. Mein Gott ist fähig, sein Wort vor Verfälschung zu bewahren. Ja, erklär mal. Wir glauben an den gleichen Gott, wie Christen. Nein, glauben wir nicht. Glauben an den gleichen Gott erlaubt Kinderehe. Mein Gott erlaubt keine Kinderehe. Ach so, guck mal, fängst du damit wieder bitte an? Bitte, guck mal, ich habe euch... Wenn du sagst, wir glauben an denselben Gott, dann muss ich sagen, nein, wir haben Unterschiede. Dann fange ich auch an, sag sowas bitte nicht. Guck mal, sag sowas bitte nicht, unnötig. Ich sag sowas. Soll ich anfangen? Ja, fang an. Fang mit sowas bitte nicht an, mit du willst die Kinder ehren. Ich muss den Unterschied zwischen deinem Gott und meinem Gott klarstellen. Guck mal, fang bitte nicht mit sowas. Dein Gott erlaubt Götzendienst. Mein Gott erlaubt keinen Götzendienst. Guck mal, ich gehe jetzt schlafen, weil Ende für mit euch zu diskutieren. Ihr kommt immer mit den gleichen Versen, immer mit den gleichen. Ja, Pädophil, das. Fang doch was mit sowas, weil dann lege ich richtig los. Ich will immer was Neues. Aber eine Frage, warte mal, ich will nur was sagen, ihr habt mich unterbrochen. Christen und Muslime und Juden glauben an den gleichen Gott. Warum? Nein, doch nicht. Wir Muslime dürfen von euch Fleisch essen. Von den Christen, die praktizieren, dürfen wir Fleisch essen. Wir dürfen sogar von den Juden. Von Christen, die praktizieren, das musst du ihm manchmal geben, was er da erzählt. Von Christen, die koscheres Fleisch schlachten und essen. Der rafft ja gar nicht, der weiß ja gar nicht, was Christen ist, also der weiß ja nicht, was Juden ist. Der hat noch nie in seinem Leben ein Buch gelesen. Nicht mal ein Buch, eine Seite von einem Buch. Und er kommt hier hin und will debattieren. Das ist so, als wenn ein Professor für Physik hingeht und mit einem Erstklässler über Quantenphysik diskutiert. Geh doch mal erstmal ein Buch in deinem Leben lesen und komm hier nicht und erzähl keinen Blödsinn. Habibi, Koran, der erklärt Evangelium, was vor Evangelium, also Evangelium und was vor nach, also Tora. Ne? Dieser Koran erklärt alle diese Bücher. Verstehst du, was ich meine? Was vorher war. Ne? Aber ich sag dir nochmal, wir Muslime dürfen... Erklär mal anhand den Koran dann das Evangelium. Wie bitte? Erklär mal anhand des Koran das Evangelium, die frohe Botschaft. Erklär mir mal das an. Du hast gesagt, der Koran erklärt das alles. Dann erklär mir mal jetzt die Geschichte, anhand des Koran die frohe Botschaft von dem Herrn Jesus Christus. Wie musst du mir jetzt in deinem Koran finden? Es gibt sogar eine Suche, das heißt der Tisch, Al-Maida. Den kannst du mal durchlesen. Almeida. Ein Ort in Portugal. Almeida am Strand. Almeida, sondern Almeida. Ja, ich weiß nicht, wie das so auf Arabisch aussieht. Der Tisch heißt es auf Deutsch. Das kannst du dir. Aber die frohe Botschaft ist doch, dass der Herr für uns an Kreuz gegangen ist und wir aus Gnade gerettet sind. Jetzt finde mir mal das in den Koran. Dein Koran erklärt das doch. Erklär mir mal das Evangelium jetzt mit deinem Koran. Ja, wie der richtige Evangelium, was wir glauben. Ja, das erklärt es ja auch.
Verstehst du? Da steht Ja, dann sogar drin. erklär mir mal das. Aber ich Erklär mir habe mal, so wie gerade, guck mal, ich habe Gottes hier eine findet Tour es, dass hier. der Herr Jesus Christus sich für unsere Sünden ans Kreuz Ja, genagelt hat, steht das dass man drin. durchkommt Habe ich doch gerade, guck mal, ich habe dir jetzt Sure 57, Vers 27 Dein gelernt. Koran sagt, Da dass hat es nicht Allah passiert gesagt, da hat Allah Dein gesagt, Koran sagt, dass es nicht passiert ist. Was erklärt er da? Der erklärt da gar nichts. Der widerspricht meiner nein, Bibel. der Koran, er sagt, es erscheint dir nur so. Guck mal, Also, hier wisst ihr, der widerspricht meiner Bibel. Meine Bibel sagt, dass er am Kreuz Ja, gestorben ist. deine Und jetzige Bibel, deine jetzige Bibel, Aber du sagst deine doch, dein jetzige Koran Bibel, erklärt mir mal. das ist aber nicht der Vergebung. Du Habibi, sagtest, sag doch nochmal. dein Koran erklärt mir die Bibel, erklärt mir das Evangelium. Evangelium, Also Habibi. erklär mir mal anhand dein Koran das Ja. Evangelium, und zwar das, was das Habe ich doch Evangelium gerade doch gesagt. Es gibt Suchen. Habibi, doch mal, Ey, es gibt könnte er Suchen. meiner Anna. Ey, ihr redet gerade alle durcheinander. Ich weiß nicht, warum es das geht gerade. Darum Es geht geht es. darum, dass er gesagt hat, dass er anhand dem Koran mir das Evangelium erklären kann. Und ich habe ihm gesagt, er soll mir jetzt anhand dem Koran erklären, wie das Ja. ist, dass der Herr Jesus Christus sich für uns ans Kreuz nageln lassen hat, zu Du uns kannst das vergessen gestorben haben. Er wird und das nach dir nicht drei Tagen erklären. wieder Das auferstanden. erscheint dir nur so. Guck mal, ich sag Nein, du Warum kannst sagst nicht du sagen, es nein? erscheint. Weil dann erklärst du mir das nicht. Du kommst mit irgendeiner neuen Geschichte. Du sollst mir eine Warte, Erklärung jetzt, ich suche dir eine den Vers Erklärung, raus. zum Beispiel Warte, eine ich suche Hadithe. Eine ja, warte. Hadithe ist eine Erklärung. Du hast einen Vers und du erklärst mir anhand der Hadithe den Vers. Okay, warte, ich suche dir den Erklärst Vers kurz raus. anhand Ich suche des Evangeliums. dir den Vers kurz raus, tamam? Ich suche dir kurz den Vers raus, okay? Ganz kurz, weil wenn ich rausgehe, bin ich auf stumm. Ich suche dir Das kurz den bringt Vers raus. nichts. Nein, ist schon okay, das bringt nichts. Nein, er will es ja Natürlich wissen. hat der Sag mir, Koran eine ganz andere Message als die Bibel. Ich hole dir den Vers und dann komme ich wieder rein. Ganz schnell. Nafri, das bringt nichts hier. Das ist jetzt um den Kreis drehen für nichts. Der Koran bringt doch was ganz anderes als das, was in der Bibel steht. Lass bei Koran bleiben und lass mir den Widerspruch im Koran doch lieber anschauen. Warum? Pablo, guck mal, hör mal zu, Ich habe eine interpretiere mal. Frage. Nafri, bist du Nein, noch hier? interpretieren. Na, Nafri, warte, warte kurz, Abana. Nafri, kurze Frage. Ist Schirk verboten? Ist es weg, glaube ich. Nein, also er will uns zu einem Gott bringen, der eben nicht imstande ist, sein Wort zu bewahren, sodass wir uns nicht auf ihn verlassen können. Zu so einem Gott will er uns dann halt einladen. Und ich lehne die Einladung dankend ab und gehe zu einem Gott, der eben imstande ist, sein Wort zu bewahren, sodass das nicht verändert wird. Und damit hat sich die ganze Geschichte um Islam erledigt. Weil Islam sagt ja, das Evangelium und das Alte Testament, die Tora, sind Allahs Worte, die der herabgesandt hat, aber die wurden verändert, verfälscht. Ja. Das heißt, dieser Gott konnte seine Worte vor Verfälschung nicht bewahren. Die Leute haben sich darauf verlassen und sind verloren gegangen, sind verarscht worden. So, dann ist Nur doch der klar, ich habe Koran ja wurde sogar auch Intelligenz. verfälscht, ne? Der Koran. Ja, aber Meine lass mal so Ziege hat sogar die benennen. Die Suche meinen also, Allahs gegessen. Worte ist, ja, Allahs Worte, das Evangelium und die Tora ist verfälscht worden. Und ich sage, okay, Amen, kein Problem. Dann möchte ich aber nicht zu einem so einem Gott, der eben nicht imstande ist, sein Wort zu bewahren vor Verfälschung. Warum? Weil wir uns auf das Wort Gottes ja verlassen müssen. Und wenn Ja. ein Gott nicht verlässlich ist, Hey, guck mal, Bruder, ich bin wieder drin. Ich lese euch nur noch ein Vers vor, weil da muss ich raus, weil meine Frau tritt gegen. Ich guck mal. Sure 4, Vers 157. 157. Hier steht: Und weil sie sprachen, wir haben Christus Jesus, den Sohn Marias, den Gesandten Gottes, getötet. Aber sie haben ihn nicht getötet und haben ihn auch nicht gekreuzigt. Vielmehr hat Gott ihn zu sich erhoben. Versteht ihr, was ich meine? Im Evangelium wird mit dem Koran erklärt, was die Leute verfälscht haben, so schützt das Gott, er erklärt den Menschen, die ja daran glauben, dass es nicht so war. Ist Das muss okay, ich schon mal sagen. Okay? Nafri, Das ist stimmt doch okay. gar Nein, nicht. nein, nein, Sure warte, kurz, 4, warte. Vers 157. Nein, Sure ist okay. 4, Vers 64, du musst Nafri. glauben, was uns geschickt wurde. Sure Und das 4, Vers Sure 64, geh sie mal lesen. Geh sie mal lesen. 457. Ich Sure komme auch 4, wieder nochmal Vers rein. 64, Nafri, ist schon okay. Ist schon okay. Nein, Das ist lies doch vor, verfälscht. Sure 4, 157. Nein, Sag das ist mir noch schon mal. okay.
Und ich du hast mich überzeugt. Du hast mich überzeugt vom Islam. Ich habe dich nicht überzeugt, aber lies das selber durch. Ich bin jetzt überzeugt. Ich will mit dir zusammen jetzt Kind heiraten. Kommst du mit? Oh, guck mal, das meine ich. Guck mal, wie respektlos bin ich. Ich frage dich mal eine Frage. Ach so, du findest den Islam respektlos? Du findest also den Islam respektlos? Du findest den Islam respektlos? Nein, okay, eine Frage. Wie alt war Maria, wo sie Josef geheiratet hat? 28. Die Wahrheit. 28. Ey, tschüss, ihr seid Lügner. Ihr seid richtig Lügner. Wer weiß, wie das Gegenteil? Wer weiß, wie das wie Gegenteil? Alt war Maria? Wie alt war Maria und wie alt war Josef, wo sie geheiratet haben? Wie 28? Alt war denn Maria? Sag du mir mal. Wie alt war sag du mal. Sag du mal. Nein, sag du. Du weißt nein, ich bin doch von dir. Du bist doch der. Hab ich doch gesagt, 28. 28 war sie? Ja, und jetzt bist du dran. Wie alt war sie? Guck mal, erstmal, Josef war irgendwas mit 80. Hör wie zu. Alt war sie? Josef war irgendwas mit 80 und sie war irgendwas mit 14, 15, ja, Josef 16. Josef war 800 und Maria war 0. Ja, ist ein Problem. Das bitte in der Bibel, warte ganz kurz. Das bitte in der Bibel. Bibel. Josef war 785 und Maria war einen Tag alt. Und dann haben die geheiratet und... Das steht in der Bibel. Ein Bibel Suche Evangelium Paulus, Paulus Evangelium Sure 4. Schon 560, da steht. Du machst davor eine Stunde. Habt ihr Angst jetzt gerade oder was? Guck mal, ich bin ja, nicht. Ja, wir haben Angst. Also nochmal, du gibst uns jetzt die Verse bitte, ja? So, du musst niemals machen, dass man so welche Sachen erwähnt. Ja, Maria war nicht 28. Kannst du mal bitte ruhig sein? Hallo, Papagei-Pirat, bitte. Kannst du bitte uns jetzt die Verse geben? Jetzt. Ich will Verse haben. Nicht einfach reden. Gib aus uns der Bibel. Jetzt. Aus der Bibel gibst du uns bitte die Verse jetzt. Warte mal. Jetzt fängt ihr so an. Okay, dann nenn mir mal einen Koran vor. Nein, hör zu. Nein, weil ihr so auch so anfängt. Dann nenn mir doch einen Koran vor. Hallo. Guck mich so viel One Piece. Also, du gibst uns jetzt Quellen, deine Taktik. Aber du brauchst deine Quellen. Dann nimm mir doch einen Koran vor. Nein. Sure 65, Vers 4. Sure 65, Vers 4. Sure 65, Vers 4. Warte, Safe. Also nochmal, wir wollen jetzt Quellen haben, ja? Also und wir bleiben Sie jetzt da. Von euch haben, dass Sie Koran drinne, dass ihr sagt, dass das Mohammed Captain Jack Sparrow, kannst du uns bitte die Quellen geben? Captain Jack Sparrow auf einmal. Gib uns bitte die Quellen, damit die 122 Zuschauer da das sehen. Alle. Kannst du das jetzt bitte einblenden? Hallo, Pirat. Wie alt war Maria? Nochmal, zeig mir doch einfach den Vers. Der antwortet nicht. Der Mann hat Wein getrunken. Hat er Wein getrunken? Hallo, gibst du uns jetzt bitte die Quellen? Ich möchte bitte die Quellen haben, ja? Oder denn du kriegst keine Quelle, weil es keine Quelle gibt. Der hat keine Quelle. Was soll denn für die Quelle haben? Der hat gar nichts. Ach so, hat der Pirat gelogen, oder? Ach so, der hat gelogen. Jetzt habe ich verstanden, das ist ein Piraten, Gauner, ein Lügner, ein Täuscher. Natürlich. Jetzt habe ich verstanden. Ich habe, danke nochmal. Der hat also gelogen und getäuscht und wollte eigentlich die 125 Zuschauer hier... Er hat doch gesagt, sie war 28. Er soll mal die Quelle bringen, dass sie 28 war. Nafri. Nein, warte, bitte. Er hat gesagt, 28. Oder soll er mal die Quelle bringen, dass sie 28 war? Bleib doch mal kurz ruhig. Ja, Nafri. Warte doch. Ja. Guck mal. Wir machen es doch ganz einfach, Nafri. Wir gehen mal weg von der Kinder-Ehe. Bring mir die Quelle, dass er 28 war, bitte. Bring mir die Quelle. Ich habe doch gesagt, die Maria war 28, jetzt bist du okay, dran, das Gegenteil zu beweisen. Dann bring mir die Quelle. Ich zeig dir die Quelle, nachdem du mir deine gezeigt hast. Zeig mir erst für die Quelle. Dann zeig ich dir auch. Nein. Wie alt Maria war. Wie alt war die Maria, sag mal jetzt. Nein, sag du hast 28, bring mir die Quelle erstmal. 38 habe ich gesagt. Dann brauchst du gar nicht mehr zu reden, guck mal. 38. Du hast 28 gesagt. 48 habe ich gesagt. Da brauchst du dir keine Quelle mehr. 58. Wie bitte? 58 habe ich gesagt. Hast du 58 bei Maria? Ja, aber der hat 28 gesagt. 38 habe ich gesagt. Ich gehe raus. Er ist so ein Lügner. Er hat 38 habe ich gesagt. Du kannst nicht zuhören. Wir haben 48 habe ich gesagt. Du hast 48 gesagt. Ja.
Nein, okay, Bruder, tschüss, jetzt hier raus. Du bist ein Lügner. Wirklich, da merkt man wirklich. Du bist ein Lügner. Gute Nacht. Komm wieder, wenn du nüchtern bist. Warte, das ist das. Antworte den Narren nach seiner Narrheit. Nach seiner Narrheit. Und dann ist die Sache auch beendet. Antworte den Toren nach seiner Torheit. So, genau. Und das ist das, wenn man einen Piraten beim Lügen erwischt. Ein Pirat, ein Gauner, Captain Jack Sparrow hat keine Quellen gezeigt. Captain Jack Sparrow wollte euch täuschen, verführen. Da habt ihr mal diesen Geist gesehen. Wenn er ehrlich und aufrichtig wäre, hätte er gesagt, kein Problem. Hier ist die Quelle und so steht das drin. Der hat uns gar nichts gezeigt. Der ist emotional gewesen und hat alles gedreht. Und jetzt, Gottes Wegen, erstmal ein Albaner. So, hi. Hi. Ja. Um was geht es gerade? Ich komme immer noch nicht klar. Ich frage euch ehrlich, um was es geht. Es wird ganz durcheinander geredet. Bruder Dennis, wiederhol das mal alles für den Albaner. Alles, was wir gesprochen haben in der letzten eine Stunde. Damit ja, so. Das. Der war doch die ganze Zeit hier drin. Als guter Moderator macht man das. Ja, aber warte mal ganz kurz. Der war noch los, Bruder Dennis. Noch mal. Er ist reingekommen. Bruder Dennis, gib dir mal Mühe. Eine Stunde lang. Jetzt Vortrag halten. Ja, das kann ja nicht eine Stunde lang. Okay, erstmal war das erste Thema. Wir hatten über die erste Landkarte hier. Das war Israel. Die zweite Landkarte war Maria. Die dritte Landkarte war jetzt das hier. Dann haben wir über den Islam geredet, über die Gottheit des Herrn Jesus Christus. Ja, und dann haben wir über die neue Weltordnung geredet, über den Antichristen geredet. Die Offenbarung. Offenbarung haben wir auch geredet und dass der Islam falsch ist, dass in Islam Kinderehe erlaubt ist. Und dann, ja, was möchtest du dann wissen? Und dass, ja, die Muslime falsch liegen und dass der Islam falsch ist. Und da war Captain Jack Sparrow hier. Genau, und dann war Captain Jack Sparrow hier drin, dann waren noch andere Leute hier drin, da war eine Frau vorhin drin, vor einer halben Stunde. Diese Frau hat uns verflucht, die hat dann Werbung für den Islam gemacht. Die hat die ganze Zeit gesagt, möge Allah euch verfluchen, möge Allah euch vernichten. Und ja, wir haben das dann halt angenommen, haben diese Frau gesegnet und ja, das war's dann halt. So, jetzt bist du dran, Albaner. Was hast du verstanden? Ja, soweit habe ich alles verstanden, was wir in der Stunde geredet haben. Ja, aber Jungs, ich sag euch ehrlich. Aber red ein bisschen lauter. Nein, guck mal, ich sag, hört ihr mich jetzt besser? Du redest flüsternd. Ich schlaf ehrlich ein. Ist sehr, sehr leise. Guck mal. Sehr beruhigend. Hört ihr? Guck mal, ich bin beruhigend gerade. Guck mal, ich sag euch ehrlich. Diese Hetzerei bringt gar nichts. Es bringt einfach gar nichts, weil ganz ehrlich, ihr debattiert mit Menschen, der andere sagt, das ist die Wahrheit, die andere so. Ich sehe das einfach anders. Verstehst du, was ich meine? Jeder hat seine Ansichten. Aber pass auf, Albaner, es geht nicht um den Menschen, der da oben ist, es geht um den Menschen, der zuhört. Und es gibt immer einer. Ich nicht verstanden. Es geht nicht um den Menschen, der oben ist, sondern um den Menschen, der unten zuhört. Da ist nämlich irgendeiner dabei, der sich Gedanken darüber macht, über die Schriften und vielleicht mal nachliest. Und das Gleiche sieht wie wir, die Wahrheit erkennt und zum Herrn Jesus Christus kommt. Okay, ja. Guck mal, respektiere ich. Ich respektiere es. Ich schwöre bei Gott, ich respektiere es. Dass ihr es wollt, dass ihr es den richtigen Weg zeigen wollt, respektiere ich. Aber Bro, es geht aber darum, dass wir einfach nicht in einen Punkt kommen. Das ist das Problem. Ich habe mit Pablo auch sehr oft diskutiert, was die Wahrheit so ist. Aber ich sehe am Ende des Tages, dass sie am Ende des Tages die Wahrheit gesehen wird, ob das die Christentum richtig ist oder Islam. Meine Ansicht ist, Islam ist richtig, so wie das Christentum ist richtig. Albaner, schrei doch nicht so, meine Ohren fliegen weg. Ja, Bruder, ich rede gerade deswegen. Bisschen leiser. Hörst du mich besser? Ja, ist zu laut, du musst ein bisschen leiser reden. Ja, Jungs, ich rede direkt so laut wie möglich. Ja. Nochmal jetzt. Albaner. Nochmal jetzt. Nicht so laut schreien. Nochmal. Hörst du mich? Laut. Albaner, nochmal jetzt. Sag nochmal. Nicht so laut schreien, aber bitte. Du bist eine Flüstern, dann ist das besser. Darf ich reden? Ja, bitte. Es geht darum, dass man einfach Respekt von jedem Menschen haben sollte. Ist egal, ob der Christ ist, Atheist oder sonst was ist.
Ja. Es ist Albaner, es geht nicht um Männer. Kein Respekt vor anderen Religionen. Was war mit? Was meinst du? Nein, das ist sehr, sehr spannend. Allah hat keinen Respekt vor Christen und Juden. Der Allah sagt, die Muslime sollen kämpfen gegen Christen und Juden und von den Schutzgeld nehmen. Nein, aber es geht immer nicht darum, guck mal, ihr macht halt Witze über Islam und ich kann auch, guck mal, wenn einer zu euch kommt und irgendwelche Faxen schiebt. Ja. Ja, aber was ist, also Albaner, aber was ist, wenn über... Zu laut. Ich hab dir nichts verstanden. Aber was ist, wenn der jetzt da drin ist, über meine Schrift lügt, soll ich das einfach hinnehmen? Ja, aber genauso macht ihr es auch. Nein, wo lüge ich denn? Ja, wo lüge ich? Wo hat einer von uns gelogen? Wir kommen doch immer mit den Quellen. Wenn ich da sage, guck, Sure 65, Vers 4, lese es dir durch, da ist Kinderehe erlaubt. Da geht es um die Scheidung von Kinderehe. Lese es da durch. Ja, aber wir können auch nicht genau so zu euch kommen und sagen, ja, das steht dort und dort. Und ja, alles. Doch, kannst du machen. Kannst du machen, ich erkläre dir das. Warum zu laut. Ich diskutiere nicht. Warte mal, wir haben jetzt mal Ernst. Mein Oma. Albano, darf ich dir eine Frage stellen? Erzähl. Ist Schirk eine Sünde, die Allah nicht vergibt? Allah vergibt alles. Aber Schirk doch nicht. Doch, der vergibt alles. Aber Schirk doch nicht. Wenn du Reue zeigst und das ist das. Ich meine als Muslim. Wenn du Schirk. Genauso als Muslim. Du ist Allah ist einfach barmherzig, mein Lieber. Aber in Sure 4, Vers 48 steht, Allah vergibt nicht Schirk. Wer sagt das denn? Sure 4, Vers 48. Allah ist vergeben, mein Lieber. Aber Sure 4, Vers 48 sagt, das vergibt er nicht. Okay, warte, Bruder, dann stelle ich dir jetzt eine Frage, Albaner. Wenn Allah allvergebend ist, bist du gerettet? Bist du im Paradies? Kannst du mir das sagen? Bist du hundertprozentig gerettet? Was meinst du? Also, wenn Allah allvergebend ist, ja, und allbarmherzig, kannst du mir dann sagen, dass du gerettet bist, dass du im Paradies bist? Hundertprozentig? Dass Allah mir vergibt. Oh nein, dass du gerettet bist. Bist du hundertprozentig im Paradies? Ich verstehe die Frage, ehrlich gar nicht. Bist du sicher, dass du im Paradies kommst? Bist du dir da sicher? Das weiß nur Allah. Wieso, der ist doch allvergebend. Und der ist allbarmherzig. Aber du musst dafür. Aber dann kannst du doch sagen, dass du sicher bist. Entschuldigung. Wenn der Alpha gibt, du verstehst nicht, was du sprichst. Wenn dein Gott allvergebend ist und allbarmherzig, dann bist du gerettet, egal was du machst. Egal, was du machst. Guck mal, darf ich was sagen? Guck mal, natürlich. Im Christentum hast du genauso Pflichten, oder? Die du erfüllen musst. Aber der ist doch allbarmherzig und verstehst du? Der tut dir doch alles. Aber der tut doch alles. Der ist barmherzig und allvergebend. Also bist du im Paradies. Oder nicht? Guck mal, wozu wurde die Hölle und Paradies gemacht? Albaner. Was ist das nicht? Warte, Sifo, warte, Albaner. Sure 4, Vers 48. Allah vergibt die Schirk. Diese Sünde vergibt er nicht. Sure 4, Vers 48. Kannst du das vorliegen? Ein lautes Problem. Jetzt hat Albaner ein lautes Problem. Was für ein lautes Problem, ne? Schirk wird nicht vergeben. Guck mal, es wird alles vergeben. Alles. Die Schirk, Albaner. Der Albaner vergibt den Menschen, aber nicht Allah. Aber wenn alles vergeben wird, kannst du sagen, dass du im Paradies bist, oder? Du musst was dafür machen. Du bekommst es einfach nicht so geschenkt, mein Lieber. Aber der ist doch allvergebend. Dann ist es doch egal. Der ist allvergeben. Dann ist es ja egal. Es ist nicht egal. Ach doch, das ist doch allbarmherzig. Du machst mit bewusst eine Sünde. Weißt du, was allvergebend bedeutet? Ich weiß, was es bedeutet. Und weißt du, was allbarmherzig bedeutet? Aber die Suche geht weiter. Er ist allvergebend. Dann ist er nicht allvergebend. Lies doch Sure 4, Vers 48, Albaner. Was ist denn Jesus? Ist er auch allvergebend?
Ist er vergeben? Wenn du zu Schaden kommst, bitte liest bitte Sure 4, Vers 48. Genau, das ist aber auch. Wenn du den Nein, ist er nicht. Doch. Ich kann sagen, ich bin gerettet. Ich sage dir, ich bin gerettet. Bist du gerettet? Ich bin... Was heißt denn gerettet? Ich bin im Paradies. Ich bin hundertprozentig sicher, dass ich im Paradies komme. Weil ich ja, warum lebst du dann noch? Warum lebst du dann noch? Dann schmeißt du dich um. Ja, warum sollte ich das machen? Warum? Der hat mir doch dieses Leben geschenkt. Wieso soll ich dieses Geschenk wegschmeißen? Ach so, du musst doch was dafür machen. Was hat das damit zu tun? Nein. Es macht doch keinen Sinn. Nein, du verstehst es einfach nicht. Für dich macht das keinen Sinn. Nein, du verstehst es nicht. Aber was? Sonst würdest du das nicht sagen. Nein. Aber darf ich mal was dazu sagen? Diese Aussage. Warte mal, du sagst. Ich habe das, glaube ich, jetzt so verstanden. Da sagt er zu dir, dann nimm dir doch das Leben, TikTok, sportlich. Ja, weil er errettet ist. Er meint aber, wenn du errettet bist, dann kannst du dich auch umbringen. Erstens, was ist das für eine dämonische Aussage? Das ist absolut dämonisch. Der Herr Jesus hat uns seinen Auftrag gegeben. Wir sollen hinausgehen in aller Welt und das Evangelium der ganzen Schöpfung verkündigen. Was bringt das jetzt, wenn einer denn gerettet ist und der sich denn das Leben nimmt? Wir sollen Früchte bringen, wir sollen Salz sein, wir sollen Licht sein. Amen, Bruder. Das ist das Problem. Du wirst niemals in den Himmel kommen. Niemals. Weil du weißt es nicht. Hat, er weiß es nicht. Inshallah. Aber er lebt selber nicht nach dem Islam. Er hofft darauf, dass er eines Tages als Moslem auch in den Himmel kommt. Aber er weiß es nicht. Es ist wie Roulette spielen, ein Risiko. Er weiß es nicht. Und weißt du was? Er ist nicht fair. Wenn er fair wäre, und wenn er aufrichtig wäre, würde er auf die Knie gehen und sagen, der Gott, der sich mir offenbart, den diene ich. Aber das macht er nicht, weil er Angst hat. Da ist eine Blockade. Weil wenn er ein aufrichtiger Mensch wäre, der aufrichtig nach Gott sucht, wo sein Herz wirklich, weil da, wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Und wenn er wirklich auf die Knie geht und sagt, Gott, offenbare dich mir, ich will dir dienen. Wenn du Allah bist, offenbare dich mir. Aber wenn du der Herr Jesus Christus, du der Gott bist, diene ich dir. Aber das machen die nicht. Amen, Bruder. Amen. So ist da ist es. Eine Blockade dran. Dann so aber es. Zum Beispiel, einer schreibt, Selbstmord ist eine Sünde. Genau. Das ist hier das Problem. Ihr sagt, dass ihr sündenfreier seid alle. Aber also ein Neugeborener, der Bruder hatte doch gerade erklärt, dass ein neugeborener Christ das niemals tun müsste, würde, weil er das Wort verkünden möchte. Verstehst du das? Er würde sich nicht umbringen. Diese Frage ist sinnlos. Die Frage ist aber du sagst, dein Gott ist allbarmherzig. Du sagst, dein Gott ist allbarmherzig und allverzeihend. Aber du kannst immer noch nicht sagen, dass du sicher im Paradies bist. Was ist das? Guck mal, aber für mich gibt es nur 50% allbarmherzig? Oder gibt es nur 30% allbarmherzig? Wie ist das? Guck mal, Jesus vergibt nicht alle Sünden. Hey, ihr seid eigentlich sündenfrei, meint ihr? Ihr meint doch von eigener Aussage. Jesus vergibt dir jede Sünde, deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Für jede Sünde ist er ans Kreuz gegangen. Für die Vergangenen, für die Gegenwärtigen und für die Zukünftigen. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Darum geht es. Der Jesus Christus war 100% Mensch, 100% Gott. Was macht das für einen Sinn? Mensch und Gott. Ja, kann das Gott nicht? Spanner, bist du ein Mann oder ein Altmann? Guck mal, ein Mensch, ein Gott kann man nie vergleichen. Kannst du nicht. Mit dir kann man das nicht aber vergleichen. Kann ein Gott Mensch werden und immer noch Gott bleiben? Nein. Kann das Gott nicht? Das hat nichts mehr damit zu tun. Nein, Gott kann das Gott... Nochmal, kann das Gott, wenn er möchte, sagen, ich komme auf die Erde, werde Mensch und ich bleibe Gott? Kann das Gott ja oder nein? Nein. Kann es nicht. Also ist dein Gott limitiert? Zu so einem Gott möchte ich gar nicht. Ich möchte einen starken Gott haben, der alles kann. Mein Gott kann das. Mein Gott kann das nicht. Du sagst es selber, der kann das nicht. Er kann das nicht. Du limitierst dein Gott. Dein Gott ist limitiert. Mein Gott ist nicht limitiert. Mein Gott kann alles. Er hat weder einen Sohn und weder wurde erzeugt. Das macht einen Sinn. Nochmal. Mein Gott kann alles. Mein Gott kann manche Sachen nicht. Das Allah ist kein richtiger Gott. Guck mal, Sivu, ich sag dir ehrlich. Allah ist allmächtig. Aber er kann nie. Aber er kann das nicht. Er ist allmächtig, aber er kann nicht Mensch werden und Gott bleiben. Das kann er nicht. Aber was macht das für einen Sinn? Er ist nicht fähig dazu. Du kannst doch nicht. Nochmal, du sagst, er ist nicht fähig dazu. Punkt. Fertig.
Dein Gott kanntest du. Wer sagt das? Wechsel mit Thema. Du hast schon geantwortet. Weil Gott unvergleichbar ist. Dein Gott kann es nicht. Fertig. Nein, der ist unvergleichbar, mein Lieber. Ja, du der kann es nicht. Wie der kann es ja, oder kann, er ist ein kann unallmächtiger, unvergleichbarer. Ja, aber der nicht allmächtig ist. Da hast du recht. Ja, aber er ist unvergleichlich. Also nicht allmächtig. Und ja, aber Lisa, hör mal zu, Bruder. Ich sag dir ehrlich, ein Gott ist unvergleichbar und er kann. Ja, habe ich ja verstanden. Er ist unvergleichbar und nicht allmächtig. Was labert ihr? Nein, Reza, es hat nichts damit zu tun. Weil ganz ehrlich, nein, Reza, du verstehst es nicht. Du verstehst es aber nicht, dass du einfach die Sinn nicht, dass es macht keinen Sinn. Ich kann auch keinen Mensch mit einem Gott vergleichen, Reza. Bist du Albaner oder ein Mann? Das ist verstanden, Reza. Albaner, nein, bist du ein mal, Albaner oder du, bist du ein Mann? Ich kann auch jetzt nicht zu dir sagen, du bist Jesus Christus. Du bist Jesus Christus bestimmt, das macht doch keinen Sinn. So, Jenny, weiß ich meine. Nein, ich habe dich nicht verstanden. Guck, ihr wollt das nicht verstehen, weil das einfach schwer euch zu. Du willst es nicht verstehen. Ich kann es verstehen. Ich verstehe es. Was kannst du verstehen? Du kannst verstehen, dass dein Gott. Du kannst akzeptieren, dass dein Gott nicht allmächtig ist. Das kannst du akzeptieren. Doch, der ist allmächtig. Nein. Aber er ist unvergleichbar. Doch mal, kann er das? Kann Mensch dein werden. Gott Mensch werden und auf Erden Mensch werden und Gott schafft es gleich. Auch wenn er es versucht, er schafft es nicht, weil er es nicht schafft. Merkt ihr das Wort? Er ist unvergleichbar. Nein, selbst wenn er will, er kann es nicht, weil er schafft es nicht. Er ist zu schwach dafür. Wer sagt denn, er schafft dafür? Weil du hast gesagt, er ist zu schwach dafür, Mensch zu werden. Ach so, guck mal deine Zellen, guck mal deine Genzellen. Der hat dir Gehirnzellen gebracht, Geschenk gebracht in deiner Geburt. Deine. Überleg doch mal, was du sagst. Überleg dir eigentlich, wenn er spricht, was er sagt. Das ist wie vorhin dazu gesagt, dass dein Gott ist allmächtig. Und allverzeihend. Allverzeihend, allvergeben, aber du bist nicht im Paradies. Genauso ist dein Gott jetzt allmächtig, aber er kann nicht Mensch werden und Gott bleiben. Ganz einfach. Ich flüster. Du bist so laut. Muss den Zabelbruder, muss mit den haben, Zabelbruder. Ja, definitiv. Also, er meint, unser Gott ist nicht allmächtig. Bis dann. Nein, ja, Jungs, sprechen wir jetzt mal ernst. Alle vier. Also, was hast du gesagt? Allah sei nicht allmächtig, oder was? Allah ist nicht allmächtig, weil er kann kein Mensch werden. Ja, und dein Gott kann nicht einfach so Sünden vergeben. Er muss ans Kreuz sterben. Müsli 23, mein Gott kann Sünden vergeben, aber nicht einfach so, weil wenn er einfach so vergeben würde, Gesetzesübertretungen, dann wäre er ja ungerecht. Einfach so, stell mal vor, du bist im Gericht und jemand hat, sagen wir mal, deine Mutter getötet und dann sagt der Richter zu ihm, ja, ich vergebe dir, einfach so. Auch wenn du das Gesetz übertreten hast und jemanden ermordet hast. Was würdest du sagen? Würdest du sagen, oh, guck mal, das ist ein Richter so gut wie Allah. Barmherzig wie Allah. Weißt du, was im Islam ist, Reza? Im Islam ist, dir wird nicht einfach so vergeben. Sondern du musst Buße tun, du musst dich einfach immer, du musst einfach bereuen. Vom tiefsten Herzen. Ja, das heißt immer noch und nicht. Zum Richter, und ey, darf ich mal ausreden, Schneider? Und dann sagt der Richter, alles klar, kann es gehen. Trotzdem, was würdest du sagen? Sag das nicht, dass Allah dir vergibt. Vielleicht wirst du trotzdem bestraft. Aber nicht so, dass du die ganze Zeit in der Hölle bist. Verstehst du? Aber eben, was du sagst, unser Gott, der Allah ist einfach so vergibt. Einfach so. Vergib den Mörder. Einfach so. Weil er Bock hat. Weil er gestern Nacht mit seiner Frau eine schöne Nacht hatte. Und dann vergibt er einfach so. Lisa, ich habe eine Frage. Ja. Guck mal, stell dir vor, ein Mensch kommt zu dir und tötet deine Frau. Ja. Würdest du ihn vergeben? Ich muss ihn vergeben, ja. Aber würdest du es vergessen? Nein. Vergessen kann ich ja. Ist das ja in meinem Kopf. Ja, also, merkst du selber. Ja, vergeben und vergessen sind zwei paar verschiedene Schuhe. Guck mal, man vergibt. Ich vergesse auch nicht, dass ich vor 3 Tagen auf Toilette war. Guck mal, aber du vergibst nicht 100%, oder nicht? Doch. Sicher? Aber Erinnerung bleibt doch da, das ist im Gehirn verankert. Aber würdest du nicht von Gott dafür sagen, ey, ich möchte meinen gerechten Strafe für den haben?
Weil meine Frau nein. Nein, ich würde das nicht tun, weil der Herr Jesus hat von mir verlangt, dass ich meinen Leuten vergeben soll, die mich schlecht machen. Das kannst du gar nicht sagen, Reza, weil das dir noch nicht passiert ist. Wenn es dir wirklich passiert, dann sehen wir was. Ich muss trotzdem vergeben. So einfach ist das. Ach sicher. Ja. Wir sind verpflichtet zu vergeben. Wir sind verpflichtet, wir sind auch zu vergeben. Guck mal, wie im Koran sagt man selber, dass man auch an der Wedge vergeben soll. Der Stärkste ist der, dessen man vergeben soll. Ist er auch. Weil ganz ehrlich, der Schwächere wird dann sich rächen, alles machen. Nein, bei uns nicht. Bei uns nicht. Ein Christ wird sich niemals rächen. Was meinst du? Ein Christ wird sich niemals rächen. Ich höre dich nicht. Es steht geschrieben, recht dich nicht, denn Gott ist ein Rächer. Und wir wissen, dass Gott dich rächen wird, aber in einer anderen Art und Weise. Wir sollen natürlich vergeben. Muslim, kann ich eine Frage stellen? Ja, sicher, ja, kannst du. Ist Schirk, wird Schirk vergeben? Nein, Schirk ist das Einzige, was nicht vergeben wird. Sicher. Okay, da hast du, warte, Albaner, da hast du richtig geantwortet. Suche 4, Vers 48. Steht ja, dass Schirk nicht vergeben wird, das richtig. Und du bereust, wenn du bereust, dann schon. Wenn du bereust, wenn du wieder zu Allah zurückkehrst, das ist ja wie alle anderen Sünden. Das ist ich habe gemeint, wenn du wieder bereust. Wenn er Gott beigesellt und er mit dem Zustand stirbt, dann wird ihm nicht vergeben. Nein, wir reden von die einzige Sünde, die nicht vergeben wird. Warte, Bruder Zifa, warte. Die einzige Sünde, die nicht vergeben wird, ist Schirk. Das ist der Fakt. Ja, wenn man nicht Buße tut, wenn man nicht bereut von Herzen und zum Allah wieder zurückkehrt. Verstehst du? Kannst du mir einen Gefallen tun? Du kannst Suche 4, Vers 48 lesen. Ich habe jetzt gar keinen Koran bei mir, warte. Albaner, hast du einen Koran bei dir, schnell? Nee, ich habe keinen Koran bei mir gerade. Ich eben auch nicht. Ich muss eben ins Zimmer gehen und meine Kinder schlafen, ich bin da. Ja, warte. Ich hole die Stelle. Nee, ey, Muslim, bitte, lass mich reden, bitte geh. Bring, hol mal bitte. Nein, Mann, lass die Kinder schlafen, Mann. Lass die Kinder schlafen, Mann. Lass sie schlafen, ich hol den Koran selber, warte. Pablo, Bruder Danny, er soll mich groß machen gleich. Guck mal, aber Pablo, es geht aber darum, wenn du aus dem Islam weg, raustritt, raustretest und wieder da reingehst. Da gibt es Nackentherapie, wenn du rausgehst. Ich höre dich so schlecht, Sefu. Es gibt auch für die Todesstrafe, wenn du den Islam verlässt, wenn du rausgehst. Wer sagt das denn? Wie, wer sagt das? Das ist Islam. Oder dann mach mich mal groß, bitte. Das ist Islam, das ist Fiqh. Ich kann auch genauso sagen, ja, Christentum ist so. Da gibt es authentische Hadithe, wo Mohammed gesagt hat, wer die Religion verlässt, der muss getötet werden. Hey, wo steht das denn bitte schon? Ich weiß nichts von dem Gebot. Das habe ich noch nie mitbekommen. Du hast 3 Tage Zeit zu bedenken und mit deinem Imam zu reden und dann musst du das Land verlassen oder Nackentherapie. Ja? Bruder Dandy, ich gehe kurz raus und lade mich mal wieder ein. Ja. Guck mal, das ist das Problem. Es wird wieder Diskussion geben. Deswegen habe ich euch gesagt, ihr hetzt euch ohne Grund einfach. So, mach mich wieder groß, bitte. Ja. So, Sure 4, Vers 48. Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Na? Doch was außer diesen ist, vergibt er. Wen er will, wer Allah etwas beigesellt, der hat für wahr eine gewaltige Sünde ersonnen. Schirk ist die einzige Sünde, die Allah nicht vergibt. Die einzige Sünde. So, jetzt gehen wir zu einem anderen Koranvers, denn in Suche 4, in derselben Suche, steht auf einmal, dass Allah Götzendienst auf einmal vergibt.
Guckt hier, wartet. Walking Dead, ne? Ja. Pablos? Hört ihr mich? So, Sure 4, Vers 153 ist auf einmal Götzendienst Vergebung. Also Schirk wird da vergeben. In Sure 4, Vers 54 war es, glaube ich. Na, da war Götzendienst verboten. Wie kann das sein? Allah widerspricht sich. Muslim, kannst du mir darauf antworten? Ja. Also, das ist ein Widerspruch, Allah, ganz klar. Nein, aber du musst da von oben lesen. Derjenige, wo bereut, es steht ja so, derjenige aber, die Allah... Warte, darf ich mal kurz lesen? Also eben, das steht eben, das ist so, wenn du bereust, verstehst du, dann wird dir vergeben. Okay, was damit? Warte. Aber hier steht doch, Sure 4, Vers 48, Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Allah vergibt nicht. Na? Genau. Doch, ja. Alles andere vergibt er. Ja, doch, was Bruder? Aus diesem ist, vergibt er. Genau. Außer dieser Sünde vergibt er alle alles, aber Schirk nicht. Also, und aber. Da hat der Schirk trotzdem vergeben. In derselben Sure widerspricht sich Allah. Albana, weißt du, ja. Diese, aber es geht ja Abrogation, verstehst du? Wenn eine Sure nachher kommt. Das ist Sure 4, steht, und die, wie schön ist das denn abrogiert, hä? Ja, aber wenn eine Sure kommt und da steht Allah, denn wenn du bereust, wird er dir vergeben, dann ist das abrogiert. Hä, was ist das denn? Wer so später abrogiert? Hä? Aber ich habe eine Frage. Oder deshalb muss ich mir jetzt mal, das muss ich mir mal einmal hier erklären. Das ist dieselbe Sure, ne? Also, Albana, antworte mal du. Antworte oder mein Problem wurde beschränkt, ne? Hey, Pablos. Ja. Ich habe eine Frage. Guck mal. Es hat jetzt mal wirklich mit diesem Thema auch zu tun, was du mir gerade was fragst, auch zu einem Muslim. Guck mal, du willst auch nicht, Jesus vergibt doch alles, oder? Ihr seid sündenfrei, oder nicht? Ja. Und zwar, wenn zum Beispiel ein Christ zum Muslim wird, wenn ein Christ zum Muslim wird, vergibt er Jesus? Du meinst ja. Ein Christ wird Muslim? Ja. Aber was meinst du, einer, der die Schrift kannte oder einer, der sich namens Christ nannte? Was meinst du damit? Wenn du, Pavlos, wenn du jetzt Muslim werden würdest. Ja, dann will ich nicht aus. Dann Hebräer Kapitel 6, Vers 4. Ich kann nie wieder zurückkehren. Ja, aber dir wird alles vergeben, laut Koran. Nein, das nicht. Das ist es nicht. Das ist doch, was ganz definitiv. Anderes. Nein. Du hast auch hier bis jetzt... Wir haben so ein Beispiel. Du hast bei uns gibt jetzt es eine Sünde, die nicht vergeben wird. Das ist die Verletzung des Heiligen Geistes. Wer die Schrift einmal kennt und die Wahrheit richtig kennt und sieht und weiß, dass es die Wahrheit ist und 100% ablehnt, also 100% Wahrheit, 100% Ablehnung, dann bist du raus. Hebräer Kapitel 6, Vers 4.
Du kannst nicht mehr zurückkehren. Hey, gewisse Menschen haben das getan, die sind raus. Ja, aber ich dachte schon, Jesus ist für euch alle sündenfrei. Hey. Das ist alle Sünden, aber das ist die Verletzung des Heiligen Geistes. Der hat den Herrn so gespottet, also die Verletzung des Heiligen Geistes ist die einzige Sünde. Das sagt ja bei uns die Schrift. Du hast gerade wirklich widersprochen. Warte, Bruder, ich erkläre dir. Pass auf. Das geht darum, dass du verstehst, dass dieser Akt am Kreuz, ja, vom Herrn Jesus Christus, dass das die Erlösung ist. Du hast es verstanden. Und dann sagst du, ne, interessiert mich nicht, du gehst woanders hin. Und das vergibt er nicht. Aber jede andere Sünde, wenn du Mörder warst, wenn du, egal was du gemacht hast davor, und du kommst zum Herrn, und der Herr vergibt dir das. Egal was du davor gemacht hast. Egal was. Aber wenn zum Beispiel jetzt ein Christ, der Christ war, aber Russen wird, aber in diesem Moment stirbt, aber sich ein Paradies kommt, kommt ein Paradies. Nein, der kommt nicht, nein, der ist abgefangen. Der war nie wirklich beim Herrn, sonst wäre er nie weggegangen. Sag das mal dann wieder locker. Ja, wenn wieder du weißt ja nicht, ob ein, was für ein Christ der davor war, ob er ein Namenschrist war, ob er erleuchtet war, das weißt du nicht. Das wüsste ich nicht. Aber jetzt er ist ein wahrhaftiger Muslim gewesen. Also er hat wirklich Was war er davor? Was war er für ein Christ davor? Es ist wichtig, was man davor war. Ach so, auch wenn er jetzt gebetet hätte und an Jesus gesagt hat. Ja, das ist egal. Es gibt viele Menschen, die glauben und beten, aber das ist nicht beim Herrn. Das aber jetzt nicht ablenken. Das war jetzt Ablenkung. So, Vers 48 steht. Nein, Bruder Ries, erklär noch mal, Bruder, ist Sure 4, Vers 48. Das kann man ja ganz locker verstehen, da steht doch alles da. Allah vergibt eben nicht Schirk, alle anderen Sünden werden vergeben. Genau. Und jetzt lesen wir Sure 4, Vers, 153. Da steht, Schirk wird vergeben. Die Leute der Schrift verlangen von dir, dass du ihnen von Himmel ein Buch offenbaren lässt. Sie haben Musa bereits etwas von Größeres als das verlangt, denn sie sagten, zeige uns Allah unverhüllt. Da ergriff sie der Donnerschlag wegen ihrer Ungerechtigkeit. Hierauf nahmen sie das Kalb an, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Aber wir verzeihen es und gaben Musa offenkundige Gewalt. Da vergibt auf einmal Allah Schirk. Aber wer sind wir, Bruder? Wer sind wir? Warum steht da wir? Ja, weil Allah auch mehrere Personen ist, deswegen immer in Wir-Form. Plural. Ich ist eine Person, ich. Aber wir, wenn Allah immer in Wir-Form spricht, dann ist das immer mehrere Personen. Also, Albaner oder Muslim, was ist da los? Allah widerspricht sich. Das Problem ist, ich weiß nicht, warum ihr die ganze Zeit sagt, Allah widerspricht sich bei sowas. Warum sagt ihr jetzt, wie? Was hat das damit zu tun? Allah sagt doch ganz klar, diese Sünde wird er niemals vergeben. Woher willst du denn wissen? Bist du Allah? Ist nach Allah? Bist du willst Allah? Willst du mich jetzt komplett retten? Es hat nichts mit Verarschen zu tun, weil du denkst, nein, das Problem ist. Was steht da? Nein, hast du was an den Augen? Hey, Bruder, lese mal Pablo. Der hat nicht was am Auge, der hat was am Herzen, das ist das Problem. Bruder, ich beende den Film, es ist 1:30. Ja, okay, alles klar. Das ist schon zu spät, das zieht sich in die Länge. Ja. Ja, alles wenn du das willst, komme ich morgen nochmal live. Es ist einfach, wir sind jetzt viel zu lange live auch. 4 Stunden wieder, ne? Alles klar. Okay, Gott segne euch. Willst du noch ein paar letzte Worte sagen? Salam alaikum, Bruder. Ja, ich würde sagen, wenn ihr mich zum Herrn gefunden habt, solltet ihr so schnell make it, den Herrn Jesus Christus annehmen als Herr und Erlöser. Weil wir sehen, viele Offenbarungen der Bibel offenbaren sich. Deswegen kommt zum Herrn. Ja, Amen. Eine Sache, warte. Der Diener des Herrn hat die ganze Zeit eine Frage gehabt, der hat die ganze Zeit gewartet. Ja, Gottes Segen. Ja, ich jetzt etwas in die Länge.
Nein, stell deine Frage. Du hast die ganze Zeit gewartet. Ja, der Bruder Danny weiß schon, dass es mir halt nicht gut geht seit der längeren Zeit, weil ich immer Zweifel habe, ob ich errettet bin. Denkst du, Bruder Reza, seitdem er der denkt jetzt, also seitdem er im Glauben ist, ist er nicht wiedergeboren. Und du wärst auch, du hast, darf ich das sagen, hast du sonst noch so psychische Probleme? Nein, ne? Ja, die kommen halt dadurch, durch diese Zweifel. Ja, okay. Jesus sagt ja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Matthäus 11, 28 sagt der Herr Jesus, kommt alle zu mir, ihr mühseligen und beladenen, und ich will euch Ruhe schenken. Ja, das heißt, du darfst wissen, dass wenn du zum Herrn Jesus gekommen bist, deine Sünden vor ihm bereut hast, was du getan hast in deinem Leben, alle Bösartigkeiten, deine ganzen Sünden dem Herrn Jesus vorbringst und bereust, umkehrst zu ihm, ihn annimmst als deinen Herrn, Erlöser, Retter, Gott, dann darfst du wissen, dass deine Sünden vergeben sind und du errettet bist. Und dann darfst du auch nicht mehr zweifeln. Aber Zweifel gehört unter Umständen zum Glaubensleben dazu. Damit musst du leben. Du sollst aber nicht zweifeln. Du sollst gewiss sein, dass der Herr Jesus dich angenommen hat. Diener des Herrn, liest Römer Kapitel 7, Vers 14, 25. Da wird auch einiges klar. Das wird dich einiges beruhigen. Römer Kapitel 7, Vers 14 bis 21, bis 25. Ich habe letztens den Hebräerbrief zu Ende gelesen und das hat mir jetzt auch nochmal Zweifel bereitet. Und zwar steht da, dass die wahrhaftigen Söhne Gottes, dass die gezüchtigt werden. Aber ja, wenn ich zum Beispiel so fleischlich werde und so, ich werde so nie gezüchtigt. Also ja, wie, du hast gerade gesagt, dass du psychische Angriffe hast. Ja, also sehr starke Zweifel. Ja, aber das, du siehst doch, dass du unter Züchtigung bist, dass das eben ein Leid verursacht in dir. Ach so, also kann das dann auch eine Züchtigung sein? Natürlich. Züchtigung ist immer, wenn Gott Leid in dein Leben bringt. Oh, krass. Ja, also ich lese die Bibel regelmäßig, aber so ins Gebet gehe ich gar nicht oft. Also, ja, was ist dein Fehler? Du dämpfst du den Heiligen Geist, du musst beten, Bibel lesen. Beten ist sehr wichtig. Ja, es ist nun mal so. Manchmal bin ich auch zum Beispiel jetzt nicht der, ich bin sowieso nicht der große Beter. Also ich kenne, weiß nicht, Geschwister, die beten mehr als ich. Ich bete zum Beispiel 2-3 Mal am Tag. Jetzt richtig, dass ich mich also hinsetze und bete. Kurz aber auch. Ja, also ich bin nicht der stärkste Beter. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht wiedergeboren bin und nicht errettet bin. Nein. Ja. Der eine so, der andere so. Was soll ich sagen, denn Diener des Herrn? Ja, also das bedeutet, deswegen leide ich so, weil das ja, weil du gezüchtigt wirst anscheinend, wenn du sündigst. Ja, wenn ich nur einmal irgendwie ein falsches Wort sage oder so, habe ich direkt Zweifel, ob ich errettet bin. Diener des Herrn, Diener des Herrn. Lies mal bitte, hast du die Bibel kurz parat? Ja. Öffne mal Römerbrief 7. Vers 14, 25. Römer 7, 14, 25. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bibelvers, was viele aufschreiben müssen. Das hatten wir gestern schon. Ja, bis dann heute nochmal. Ja. Das ist sehr wichtig. Kannst du das einmal vorlesen, Diener des Herrn? Römer 7, Vers 14 bis 25. Einmal vorlesen, ein bisschen hinter uns. Dann siehst du die klare Antwort.
Ah ja, ich kenne das schon, diese Verse. Die habe ich auch gestern schon gehört. Ach so, ja. Siehst du, dass selbst Paulus mit Sünden am Kämpfen war? Fleisch und Geist. Aber Paulus ist doch gerettet. Darf ich dir was sagen? Einmal gerettet, immer gerettet. Johannes Kapitel 10 steht das. Ich glaube, Vers 21. Da hatte Jesus gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und niemand, und die werden ewig nicht verloren gehen, und niemand kann die aus meiner Hand reißen. Johannes Kapitel 10. Ich habe den Vers vergessen. Lies einfach komplett den ganzen Kapitel, wo steht das? Ich glaube, 21 war das. Du wirst ewig nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand zerreißen. Ja, wenn ich auch ehrlich bin, ich habe so gar keine Kraft, auch so das Evangelium zu verkündigen. Also du musst ja erstmal die Dings bekommen, Waffenausrüstung, das heißt Bibel lesen. Erstmal Wissen reinholen. Du musst die Stärke mit das Wort Gottes. Das ist erste Linie. Und danach kommt die Zeit. Vielleicht bist du nicht der vorderste Front gehen soll, vielleicht bist du mehr der, so kleine nette Gespräche führen soll mit den anderen, ne, und vielleicht mal da und da mal das Wort abgibst, aber nicht so richtig aktiv mitgehst. Also jeder ist anders bestimmt, ne? Aber lern erstmal die Schrift, lies erstmal die Schrift. Ja. Hast ja eh einige Monate erstmal vor dir. Finde ich sogar auch Jahre. Also es kommt ja auch drauf an, ne? Man muss ja erstmal verstehen. Jeder versteht unterschiedlich schnell. Du musst Geduld haben, aber gerettet bist du, hast du den Herrn angenommen, fertig, bist du gerettet. Und natürlich die gesunde Lehre, ne? Ja, aber was mir halt so Zweifel bereitet, dass es viele gibt, die halt in der gesunden Lehre waren und abfallen. Ja, das sind die nicht ernst gemeint, weil die haben nicht wegen ihrer Sünde sind die abgefallen, die haben dann ungesunde Lehre erlaubt. Also ich habe also ich werd jetzt nicht also ich habe Angst, dass ich unbewusst abfalle, dass ich eine Prüfung nicht durchstehe, zum Beispiel. Ja, Prüfung bestehen wir öfter. Wie oft habe ich keine Prüfung nicht mal bestanden? Oder wie oft mal Bruder Reza? Ja, und wir reden von Prüfung wegen Sünde und so weiter. Römer 7, Vers 14 bis 15, 25. Wir werden gezüchtigt, ja, Stück, wenn wir gerade große Sünden sogar noch betätigen. Beispiel. Du begehst eine große Sünde. Einen Tag später hast du voll die starken Bauchschmerzen. Einfach so als Beispiel. Das ist eine Züchtigung. Weil der Herr dir was sagen will. Und du erkennst das und kriegst so ein schlechtes Gewissen. Prüfen wir anders, Diener des Herrn. Bist du in der gesunden Lehre, so wie wir es hier predigen? Ja, natürlich. Glaubst du, dass der Jesus Christus natürlich dann auch Gott ist und hast ihn komplett angenommen? Ja. Du hast deine ganzen Sünden ihm abgegeben? Ja. Auf seine Gnade willst du Gebrauch machen? Du akzeptierst seine Vergebung? Ja. Dann bist du gerettet. Also ich kann es jetzt eh Oder nicht versprechen, aber das sind schon die Punkte, wo man sagen kann, ja, gutes Zeichen. Sehr gutes Zeichen. Angelo, ich mache jetzt den Stream aus, ja, es wird immer später. Ja. Okay. Ja. Lieder des Herrn, geh ins Gebet, ne? In Gebet. Gottes Segen euch alle, gute Nacht. Gottes Segen. Gottes Segen.